Leute und herzlich willkommen zum nächsten FAQ hier auf dem Kanal. Mann, ich freue mich. Ich freue mich. Das Wetter ist schön. Ähm, bisschen zu warm schon für meinen Geschmack. Also auf dem Balkon bei mir hält man es gar nicht aus. Ähm, deshalb, Ventilator läuft nebenbei. Leute, ihr kennt das ganze Prozedere. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hier alles hin. Bin ich mir sicher. Ich opfere mich bei dieser Dämse und möchte trotzdem dieses FAQ aufnehmen. <laughs> Sauber, ihr Lieben, diesmal mache ich gleich zum Anfang. Das muss nicht vergessen. Wenn ihr wollt, dass dieses Format weiterhin bestehen bleibt und es sieht ganz gut aus, vergesst bitte nicht unter dieses Video im Kommentarbereich neue Fragen dazulassen, damit wir dann na, so circa in einem Monat dann wieder ein FAQ aufnehmen können, wo ich dann diese Fragen beantworte. So, Leute, ich muss erst. Seht ihr das? Weil ich muss mir hier den Bildschirm mal so ein bisschen zurecht machen. Ähm, wenn ich mal gucke, ich wieder selber einen Daumen gegeben, ne? Ich, also Eigenlob stinkt, ne? Das ist ganz wichtig. Ähm, wenn ich gucke, 8.5. Ich bin ja sowas von pünktlich, wie die Eieruhr. Das ist doch geil. Hashtag Eieruhr. Das muss man doch einfach mal so sagen. Ihr Lieben. Wir gehen durch. Ich freue mich. Ich bin ein bisschen in Quassellaune. Sowieso liegt wahrscheinlich daran, dass ich mir vom Mirko äh, gerade den Laberalarm reingezogen habe. <laughs> Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ein Schelm, wer böses dabei denkt. So, dann legt wir mal, mal los. Ich muss nur auf den richtigen Bildschirm gucken. Das ist immer, das ist immer so eine Geschichte. Gut, Leute. Erstmal der liebe Chris Oberförster mal wieder. Das ist er auf jeden Fall immer. Das ist er auf jeden Fall immer. So, wir gehen mal durch hier. Erstmal. Danke, ne? Danke, mein Gutter. Der gute Campino stellt dir eine Frage: Kannst du mal deine Trucks in Snowrunner zeigen, mit welcher Ausstattung du die fährst, Reifengetriebe und so weiter? Campino, ähm, nein, <laughs> so ein Video mache ich nicht, ähm, weil es eigentlich selbsterklärend ist in meinen Augen in Snowrunner, wenn man das Spiel eine Weile spielt. Ähm, die Trucks, man, also ich fahre hauptsächlich wirklich mit dem Offroad-Getriebe. Das Freeway-Getriebe ist meines Erachtens nach komplett Deplatziert, das braucht keine Sau. Das Offroad-Getriebe ist wichtig, immer rein. Natürlich Allrad, wenn es funktioniert, rein. Differential rein, wenn es funktioniert. Oder der LKW es nicht sogar schon hat. Ja, und mit den Reifen natürlich der jeweiligen Situation angepasst. Ne? Hast, bist du halt im Schneegebiet unterwegs, dann machst du dir natürlich da Ketten drauf. Erst recht, wenn du auf Asphalt oder Eis unterwegs bist, dann dort. Oder du bist halt in schlammigen Gebieten unterwegs, dann packst du dir die Schlammreifen drauf. Wenn der LKW das nicht hat, machst du wenigstens einen Offroad-Reifen. Und das ist eigentlich schon das Rätsels Lösung. Um mehr geht es nicht. Und umso größer die Reifen, umso besser. Ganz klare Geschichte. So, aber trotzdem, danke für die Frage. Ich hoffe, ich konnte wenigstens auf diese Art und Weise ein kleines bisschen beantworten. Der gute Yesman Punk, erstmal vielen lieben Dank, dass du wieder Fragen dagelassen hast. Der wird jetzt schon wieder aufhorchen und mitkriegen. Oh, der hat ein Herz auf meinen FAQ-Kommentar gegeben. Hat er nämlich letztens gemacht im Discord, hat er reingeschrieben. Oh, Christian vergibt Herzchen oder irgendwie so. Christian nimmt FAQ auf. <laughs> Sehr gut. <laughs> Frosch mal <im Hals> heute. <laughs> ich habe mir auch ordentlich zu trinken äh, mitgenommen hier. Gut. Yesman, mein Guter, erstmal zu deinen Fragen. Hashtag FAQ. Welche Matcharten magst du? Hm, ich bin ja so einer, ich stehe total auf Hell in a Cell-Matches. Ich bin auch noch so, das ist wahrscheinlich noch so aus der attitude Era. Äh, wirklich so Hardcore-Matches fand ich auch... Immer geil. Ähm, verstehe aber, dass das natürlich für die Wrestler eine Riesentortur ist und dass natürlich die Gesundheit immer im Vordergrund stehen sollte. Und wenn man sich sowas anguckt, wenn ich wirklich so an Hardcore-Matches denke und dann wirklich so zwischen Cactus Jack ähm, und Edge zum Beispiel, das war ein Ding. Selbst ähm, so ziemlich in der Neuzeit Triple Age gegen Batista, das war auch nicht so scheiße. Also wirklich so ein schönes Hardcore-Match, richtig geil. Was ich damals aber auch total toll fand, waren I Quit-Matches. Ne? wir kennen es alle noch, Mankind gegen The Walk. Das war ein Ding gewesen, ne? I Quit Match, wo dann hier das mit dem Einspieler war. Leute, ich will nicht spoilern, vielleicht wollen es manche noch gucken, dieses 15 Jahre alte Match oder so, schätzungsweise. Also das sind wirklich so die Matcharten, die ich feiere. Ähm, auch Tag-Team-Matches, kommen bei mir mal sehr gut an. Es geht nichts über einen richtig schönen Tag-Team-Fight. Ähm, der Royal Rumble natürlich auch immer wieder mein Highlight, wenn ich das als match -Art mal so mit reinnehmen kann. Auch ziemlich nice. Du merkst, ne? Ähm, es gibt viel, was mir da wirklich so gefällt, ne? Ja, aber ich würde sagen, ja, ich bin doch so in, ich fand immer so diese kleinen Turniere geil, so aller King of the Ring, weißt du? Das fand ich auch immer total toll. Ist jetzt nicht unbedingt eine Matchart, aber sowas feiere ich dann doch schon, ja, wie die Sau. So ein schönes TLC Match, ne? Was haben wir da für schöne Stunden gehabt, ne? Sowieso die Ära der Tag Teams mit den Dudley Boys, mit Edge Christian, ähm mit den Hardy Boys, äh, ja, das war auch noch so richtig geil. Oder jetzt mit The New Day, die müssen sich ja da definitiv ohne verstecken oder die Usos. Ähm, hast du ein schönes TLC-Match? Oder leather match dann so in der Richtung? Ja, 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 ja. Okay, ich hoffe, konnte die Frage beantworten. Zweite Frage. Hast du bei der Bundeswehr eine Waffe in der Hand gehabt? Natürlich. Ähm, natürlich, weil das hat natürlich zur, zu den soldatischen Grundfertigkeiten gehört, dass man natürlich in dem Umgang mit seiner Waffe, die man dann halt in seinem jeweiligen Rang halt hat, ähm, Rang ist, ist falsch ausgedrückt in seiner jeweiligen Verwendung, die man da hat. Ähm, dass man daran natürlich trainiert wird und ähm, natürlich dann auch äh, schießt auf der Schießbahn damit. Ähm, es zählt aber halt auch dazu, dass du wirklich ähm, die technischen Daten weißt von der Waffe, dass du sie zerlegen kannst, zusammensetzen kannst und ja ganz einfach weißt, wie du im Gefecht mit dieser Waffe umgehst. Und dann natürlich auch gefolgt mit den Schießübungen. Für dich vielleicht, ähm, wenn ich sage. Die Waffe, du, du du trainierst halt mit der Waffe, die du halt in deiner Verwendung halt hast, ist zum Beispiel, für mich, der so im technischen Dienst tätig war, oder im Bereich Flugabwehr, sage ich jetzt mal, ist natürlich Quatsch, dass ich zum Beispiel an einem Scharfschützengewehr ausgebildet werde, weil ich die nie tragen würde im Gefecht oder so, das wäre Feuerquatsch. Quatsch, deshalb bei mir waren zum Beispiel die Waffen, äh, die Pistole, wo man ausgebildet wurde, die P8, wo ich grottenschlecht drin war, also ich bin, glaube ich, mit der schlechteste Pistolenschütze, außer auf dem Rummel, wenn ich da 1,8 auf dem Kessel habe, dann treffe ich auf einmal eh auch die Dosen, ne? ähm, und Gewehr, ich bin natürlich auf dem G36 noch aus, also ausgebildet worden, was heißt noch, werden aktuell die Leute auch, aber nicht auf dem G3, wie manche, die ein bisschen älter hier vielleicht sind und auch bei der Bundeswehr waren, und dann natürlich noch Maschinengewehr. Ne, das, das waren so die drei Waffentypen, mit denen man so zu tun hatte. Man hatte dann vielleicht mal die Chance, ähm, dass man vielleicht mal ein leichtes Maschinengewehr schießen konnte. Ähm, was hat man nochmal so geschossen? Das war halt immer so Spaßding, mal so Panzerfaust, äh, mal eine Granate werfen. Ähm. Meistens war wirklich Schießbahn eher so mit Spaß verbunden. Also muss ich wirklich sagen, das klingt jetzt vielleicht krass, wenn man das so sagt. Aber man, ich war immer so einer gewesen, der der jetzt gesagt: Oh Gott, eine Waffe in die Hand, ich bin Pazifist, durch und durch. Ähm, für mich hat das dazugehört. Und Schießbahn hat immer so ein bisschen Spaß gemacht. Das war immer so ein kleiner Wettbewerbsaspekt. Du wolltest natürlich sehr gut sein, was ich zum Beispiel der Pistole halt nicht war. Aber Gewehr ging ganz gut ab. Und. Ja, aber wenn es dann wirklich zu so einer Fragestellung kommt, hier hättest du auf Menschen geschossen und bla bla bla, da möchten man jetzt mal nicht drauf eingehen, weil das, bin ich der Meinung, ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Eine ganz, ganz andere Geschichte. Und ja, aber zu deiner Frage, ja, ich habe natürlich eine Waffe in der Hand gehalten. Einmal im Jahr musst, war das halt tatsächlich auch Pflicht gewesen. Ne? War das Pflicht gewesen, du musstest dann um mal eine Gefechtsübung machen und, und so weiter. Du hast auch mit Platzpatronen ein bisschen rumgeballert. Das hat Laune gemacht. Das war schön. Aber wirklich für Leute, die wirklich absolut nichts damit am Hut haben, für die ist das dann jetzt schon fast eher einen Grund, einen Daumen nach unten zu geben, ganz klar. Aber es war nun mal mein Job gewesen, ein bisschen mehr als zehn Jahre lang. Also, wo ich diese Tätigkeit ausgeübt habe. Und ja, hat dazugehört. Hat ganz einfach dazugehört. Ähm, dritte Frage: Was wäre, wenn eine Konsole alle wenn du auf einer Konsole alle alten Spiele spielen kannst? Gibt's ja. Gibt es ja in dem Sinne, ich bin auch schon ewig am Überlegen, aber die Preise sind zurzeit ganz schön durch die Decke gegangen, mir so eine Retron 5 oder eine Retron 7 halt zu holen, wo man dann halt wirklich die Originalmodule dann halt spielen kann. Da kannst du halt dann die Super Nintendo, ähm, Sega, Mega Drive, äh, NES, Game Boy und so weiter. Ähm, die ganzen Spiele kann man da drauf spielen und mich ärgert das. Ich kann mir da wirklich, ich, ich ärgere mir da wirklich ein zweites Loch in den Arsch. Wo ich damals überlegt habe, mir die zu holen, war die vom Preis her nur ganz okay. Da war die nämlich bei Amazon mal im Angebot. Ich glaube, das war die Retron 5 gewesen ne? und ich glaube, die hat man da für 85 Euro gekriegt, für 80 Euro und da hätte ich zuschlagen müssen. Ne? Ich jetzt, ich habe jetzt die Woche zum Beispiel nicht geguckt, wie teuer sie ist. Aber damals, wo ich geguckt habe, war sie dann schon wieder so bei 170, 180 Euro. Natürlich. Durch Voldemort, die Leute waren zu Hause. Vielleicht tut sich das jetzt alles so wieder ein bisschen einpendeln, ne? Die Leute gehen wieder mehr raus und jetzt ist die Zeit für uns Gamer, wo wir uns den Scheiß so wiederholen können. Wohl nicht auf immer alle ankommen und Gaming-Sachen äh, kaufen. <laughs> Natürlich, immer alles mit dem Blick der Ironie, so ein bisschen. Ja, aber ähm, hoffe ich natürlich, dass die günstiger wird, weil ich will mir so ein Teil auf jeden Fall noch kaufen, weil das nämlich dann mit HDMI und ähm, ich mir gut vorstellen kann, weil ich habe ja viele alte Module hier N64 äh, Super Nintendo, dass man bestimmt doch mal den einen oder anderen Stream machen kann, wo wir einfach mal so ein bisschen Retro Games daddeln. Ich hätte da tierisch Bock drauf. Ich weiß, dass das natürlich die Interessengruppe jetzt hier vielleicht unter uns jetzt nicht so groß ist, aber ich sag mir auch immer wieder Feel free und ähm, Broadcast yourself und ich habe da halt Bock drauf und dann würde ich das halt mal machen. Ähm, ja, ich hoffe, dass das Ding bald günstiger wird, weil da würde ich mir wirklich eine zulegen. Und ich bin halt klar, man kann gibt auch andere Möglichkeiten, dass du dir dann die ROMs im Internet runterlädst und so weiter. Aber ich hätte ehrlich gesagt einfach viel mehr Spaß daran, so diesen ganzen alten Schüssel, den ich hier stehen habe, einfach mal so ein bisschen zu dannen und dann halt diese Originalmodule mal wieder zu nutzen. Das weiß ich ist halt eine Macke. Einfach, wenn ich überlege, ich habe hier für Super Nintendo Donkey Kong 1 bis 3 da. Da könnte man mal so richtig schön Donkey Kong Abend machen. Da kriegt man nicht alle drei Teile durch, aber man könnte definitiv eine schöne Zeit haben. Welche Staffel magst du von Prison Break? Oh, das ist jetzt natürlich schwierig die Frage, weil ich natürlich jetzt nicht mehr so ganz genau weiß, in welcher Staffel jetzt was behandelt wurde. Das ist so schon eine Ecke her, wo wir Prison Break mit meiner Frau geguckt haben. Ich, ich kann es dir wirklich nicht so beantworten. Ich kann nur so weit was dazu sagen, dass Prison Break für mich wirklich eine der Serien ist, wirklich mit einer der sehr guten, die man mal gesehen hat. Also, und wenn mich nicht alles täuscht, soll da nicht sogar irgendwie was Neues jetzt zu kommen? Hatten wir nicht sogar mal im, im Stream drüber geredet, yes, man? Mir war so. Aber die Frage kann ich wirklich, ich, ich weiß nicht genau, welche Staffel jetzt. Äh, ich fand die eigentlich so ganz cool, die Story, wo die dort war das, wo die in Mexiko waren, in dem Knast dann, dort, wo sie dann ausgebrochen sind. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Aber auch so die erste und zweite Staffel war oh ziemlich geil. Die fünfte Frage: Bist du zufrieden mit Champions zurzeit? Ich bin im Moment in einer Phase, yes man, wo ich wirklich sage, ja, weil das ist aber denke ich mal komplett individuell jetzt auf mich gemünzt, weil ähm, ihr habt es ja mitgekriegt. Ich habe bei Champions so die letzten paar Wochen wirklich enormes Glück gehabt. Ich habe ein paar richtig gute Charakter bekommen. Ähm, nach wirklich nach Flaute über Monate, wo einfach gar nichts gefühlt passiert ist, ist dann wirklich alles mal Schlag auf Schlag gekommen. Und das ist natürlich eine enorme Motivationsspritze. Und deshalb habe ich natürlich enorm viel Spaß an Champions, gerade diese jeweiligen Superstars halt hochzuziehen. Und äh, mir gefällt auch das aktuelle Monatsevent wirklich sehr. Das über die Wild Samoans. Das ist sowieso. Es geht um Legenden und da, da, damit catcht man mich immer in solchen Spielen. Und ähm, mir, gefallt, mir gefällt der Free Character, also in Form von Sika. Der gefällt mir richtig gut. Und den bin ich auch gegenwärtig am Leveln. Und ja, deshalb also Champions macht mir zurzeit sehr viel Spaß, weil ich auch finde, dass das aktuelle Monatsevent wirklich durch diese Daily Quests dort ähm, wirklich noch Funken neuen Schwung reingekriegt haben, was mir sehr gut gefällt und was man auch positiv erwähnen muss, dass die, die Nutzung dieses Web-Browsers, dieses Web-Portals, Web was sie dazu mache, was ja am Anfang wirklich grottig lief, zum Teil auch noch immer Probleme hat jetzt, wenn sehr viele Leute gleichzeitig da drauf gehen, also wenn die Auslastung halt sehr groß ist, dass man da halt einfach nicht drauf kommt. Aber ich finde es gut, wie sie es gemacht haben jetzt mittlerweile, dass man... Dass es halt wirklich zu unserem Daily Business bei Champions dazugehört, wo man wirklich coole und tolle Prämien noch zusätzlich mitkriegen kann. Und vor allem, dass es auf dem Handy endlich besser funktioniert. Weil ich bin ja ich sitze ja am Rechner im Prinzip nur, um zu streamen und meinen YouTube-Schissel zu machen. Aber ich bin jetzt nicht einer, der so dann außer der Reihe groß am Rechner sitzt. Und ich habe dann immer dieses Webportal eigentlich nie am Rechner benutzt. Und hab das dann immer mehr am Handy gemacht. Und auf dem Handy. Oh, äh, danke für den Follow. Ist überhaupt kein Stream. Als <laughs> der Allerdung. Der Kahn Danke für ein Follow. Ist das nicht geil? Mensch, was wir hier erleben. Nein. Und äh Mittlerweile funktioniert dieses Webportal auf dem Handy halt sehr gut, erst recht, wenn man hier seine Belohnung einfordern möchte, finde ich gut, finde ich klasse, ähm, wegen den Preisen da drin und äh, der Schwarzmarkt, Leute, darüber müssen wir uns nicht groß unterhalten, kann jeder seine eigene Meinung dazu haben, ich bin froh, dass wenigstens mit der Performance, dass es da ein bisschen nach vorne geht und Champions halt allgemein, gerade dieser Spaß durch diese enorme Motivationsspritze bei mir. Sechste Frage, was magst du am liebsten, Obst oder Gemüse? Das ist schwierig. Wenn ich zwischen den zwei Sachen wählen müsste, würde ich sogar tatsächlich sagen: Gemüse. Für mich geht nichts drüber, mal so als Beilagen so richtig schönes, ähm, erbsen erbsen gemüse oder so Kohlrabi-Gemüse dazu, ähm, Boom. oder, ja, Brokkoli, <laughs> wird der Mirko wieder feiern, und so ein bisschen Blumenkohl. Ja, die Palette ist groß. Sauerkraut, ganz wichtig bei mir, ne, zu so einem richtig schönen Braten. Ähm, jetzt so salzigen Braten wie Kassler oder wenn Spanferkel gibt. Da muss Sauerkraut dazu. Oder ähm, Rotkraut natürlich. Es gibt nichts geileres als schön Gulaschklöße. Rotkraut, ne. Bei Obst Klar, ich esse, ich, ich habe es mir angewöhnt und das ist auch gut so, ähm, immer mal so täglich zum Beispiel einen Apfel zu essen. Ich äh, esse sehr gern Birn, ihr Birn, <laughs> ähm, dann, ja, also ich bin so ein Nektarintyp, esse ich sehr gerne, was so erfrischend ist. Zählt eine Wassermelone als Obst? Da würde ich das auch gerne mal mit reinmachen. Aber wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, tatsächlich Gemüse. Und das ist auch erst mit dem Alter gekommen. Früher war ich auch einer von den Kindern. Nee, will ich nicht. Aber was ich bis heute als Beilage nicht esse, wo ich kotzen könnte, ist Rosenkohl. Nur mal ganz kurz so. Siebte Frage, bist du aufgeregt, wenn du streamst? Teils, teils, yes, man. Ähm, eigentlich so eine Grundaufgeregtheit habe ich vor jedem Stream. Und das finde ich auch gut so, dass das immer, dass das dann nicht so ist, oh hier machen Stream an und bla. So eine Grundaufgeregtheit ist immer da, wenn es zum Beispiel darum geht, was Neues zu machen, bin ich dann immer auch so ein bisschen mehr aufgeregt. Und wo ich dann eigentlich am meisten aufgeregt bin, was dann aber ganz schnell weggeht, was ganz schnell weggeht, ist, wenn es Community-Streams gibt. Das ist wirklich, muss ich sagen, da bin ich vorher vielleicht immer so ein bisschen nervös, aber immer wieder, dass wenn man mit den Dudes dann zusammenspielt, ist diese Aufgeregtheit weg. Sie ist. Weg. Also wirklich, wenn dann hier der David, der dann immer mal mitgespielt hat, der Asylator, der Chunk, ähm, wer hat noch so mitgespielt? Der Nadreich, der Hemi. Die Palette ist groß. Ähm, oder einfach hier so, auch hier bei Mario Kart, der gute Scampi-Joe. Ähm, viele Leute, die dann immer mal so mitgespielt haben. Und die aufgeregt hat, ist dann ganz schnell weg. Weil man einfach dann merkt, das sind coole Dudes, das sind geile Leute und es geht einfach nur daran äh, darum, Spaß zu haben. Ne? Ganz klar. Das, da bin ich, glaube ich, am meisten aufgeregt. Aber das, wie gesagt, das ist dann immer nur so am Anfang. Ja, ansonsten merkt man dann immer so, wie man ein kleines bisschen aufgeregt ist, wenn dann vielleicht jemand Besonderes auf einmal im Chat drin ist. Da ist man dann vielleicht dann auch mal so ein kleines bisschen aufgeregt. Aber sonst dann. Ja, so eine Grundnervosität finde ich auch gut, dass die da ist. Also, ich glaube. Ja, das ist, ich finde es einfach gut, dass es so ist, dass man nicht dann einfach so das mit dem Ärmel abschüttelt und so. Klar, wenn man dann zum Beispiel zu aufgeregt sein sollte, ist dann natürlich auch blöd vielleicht. Obwohl das vielleicht auch jemanden vielleicht äh, dann nochmal extra charmant macht oder sehr sympathisch und so. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, aber so auf mich, ich bin immer so ein kleines bisschen aufgeregt. Ähm, welche Allergien hast du? Soweit ich weiß, keine. Unverträglichkeiten, würde ich eher sagen, was irgendwie immer mehr wird. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich wirklich, ich, ich bin ja leidenschaftlicher Kaffeetrinker, aber wenn, und ich habe auch ähm, auch beim Bund so mir angewöhnt, sehr starken Kaffee immer getrunken. Wenn ich das jetzt mache, mir geht's im wandstrom Jesmen, äh, da, da ich oh, so eine Schmerzen dann manchmal, ähm, dass ich dann jetzt zum Beispiel meinen Kaffee mit Milch dann trinke, dass das einfach ein bisschen verträglicher ist und halt nicht mehr so starken Kaffee halt trinke. Oder mein Leibgericht, Quark mit Leinöl, merke ich auch immer, ich esse es immer noch. Aber wenn ich das esse, ey, ich sitze fünf Minuten danach auf dem Napp, das feuert so durch bei mir. Ähm, auch was Schärfe angeht, vertrage ich auch wirklich nicht mehr so gut. Ähm, ich habe da wirklich dann Probleme. Ne? Also, ich, man kriegt das ja dann so mit der Zeit mit, was man dann so wo man halt dann so ein bisschen blöde drauf reagiert. Oder habe ich euch ja auch immer schon gesagt, ne, Die Weihnachtszeit. Äh, wenn Weihnachtszeit ist und ich sehr viel Süßes esse, bei mir geht das sofort auf die Haut. Also ich kriege dann immer sehr viel Pickel und so. Wenn ich sehr viel Süßes esse, über halt eine längere Zeit. Und ja, allgemein auch so, wenn ich so sehr fettig esse, dann. Geht es mir auch ganz schön. Das, das vertrage ich auch nicht mehr so. Oder wenn man, äh, wenn ich mir bei, bei McDonalds oder so mal was hole. McDonalds ist ja bei mir mittlerweile wirklich, muss ich sagen, echt komplett raus. Frag mich nicht, warum es so ist, aber wenn ich McDonalds was esse, ich habe danach so eine Bauchschmerzen und so richtig Sodbrennen kriege ich dann manchmal. Komischerweise, wenn ich mir bei Burger King was hole, ist das nicht so. Frag mich, ich weiß nicht, ob die da. Vielleicht ist so Psyche. Kann man sich ja auch reinreden. Ähm, aber. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, also Allergien habe ich wirklich keine, aber halt so Unverträglichkeiten. Und das wären irgendwie immer mehr. Dann äh, neunte Frage: Willst du mal ein neues Intro machen? Nein. <laughs> Echt? Ohne Scheiß nein. Ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich cool, dass ich wirklich so, na, seit ganz Anfang an ist ja ein bisschen gelogen, aber dass ich da wirklich immer dasselbe Intro jetzt verwendet habe. Ich finde das cool. Ich finde das irgendwie cool. Ich habe zwar auch schon mal überlegt, na, kannst ja mal gucken hier so ein bisschen mit Gameplay rein und so eine Funky Music so dahinter. Aber dann habe ich mir so gedacht, nee, ohne Scheiß, nee. Ich habe meine zwei Intro's, es sind ja wirklich zwei verschiedene, die ich habe. Also zum einen dieses lange, was ihr vom Grinding kennt, wo ich dann sonst immer nur so ein kleines Stück am Anfang für die normalen Videos nehme. Und dann halt mein Unboxing-Intro. Das, aber von der Musik her ist es ja dasselbe. Und möchte ich echt beibehalten. Ich möchte das echt beibehalten. Ich liebe mein Intro. <laughs> Obwohl weiter, äh, nicht weiter dazu ist, ne? Ganz klar. So, was mache ich denn jetzt hier? Was klicke ich denn hier wie wild rum? Das liebe Süppchen lässt sich mal blicken in einem FAQ. Erstmal, yes mein guter vielen lieben Dank für die Fragen und ich hoffe, ich konnte dir alle beantworten. Hast du auch schöne Fragen dabei gehabt, hat mir richtig gut gefallen. So, Süppchen ist da. Die schuldige. Ai, stimmt, mein Glas ist jetzt im Geschirrspüler. Ah, ja, jetzt kann ich es nicht zeigen, ne? dieses wunderschöne Geschenke, die ich von Süppchen und Papa David gekriegt habe. So, auf jeden Fall, Süppchen schreibt, einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir und natürlich auch allen anderen, seid mir gegrüßt. Total toll, die hat das vor drei Wochen geschrieben, das liebe Süppchen und ich nehme das Taseo wieder an einem Samstag auf. Wow, Illuminati, Wahnsinn. Ähm, da vieles auch bei den drei Nasen oder nebenbei in Videos oder Streams beantwortet wurde, wird es zu einigen Fragen kommen, äh, auf die die eine oder andere si sicherlich schon die Antwort weiß. Aber so haben wir wenigstens äh, im FAQ alle beisammen. Tut mir leid, falls davon schon mal was in einem fragt, äh, ihr fragt, ich antworte. Jetzt wollte ich schreiben, ich frage, ihr antwortet. <laughs> Wäre dann auch witzig. Beantwortet wurde. Nach elf tollen FAQs und unzähligen Streams kann ich schon mal... Was verwechselt. Auf jeden Fall, Süppchen. Das ist überhaupt kein Problem. So, beantworte einfach alle entweder oder Fragen so, wie äh, du sie interpretierst. So genug äh, um den heißen Brei geredet. Und los. Okay, Süppchen. Okay, das sind sehr. Oh, das, das, ja, das, das wird ja interessant. Berge oder Meer? Das ist aber schwierig für mich jetzt, weil ich bin. Nicht der typische Strandurlauber. Also, ich kann es nicht verstehen. Ich meine, ich habe das auch schon gemacht. Ähm, wenn man sich in der übelsten Dämse dann so ans Meer legt und so, und, oh, du schwitzt einfach nur die ganze Zeit, so wie ich jetzt gerade. Und, boah, ne, Aber aber Berge, ich bin echt kein Wanderstyp, ne? Ich hat, mir hat das beim Bund gereicht, auch wo wir immer so Bergmarsch hatten und so ein Rotz. Ey. Ach, nee. Ich bin halt so faul. Und. Aber wenn ich zwischen den beiden wählen würde, wäre es bestimmt das Meer, weil ich liebe, ich liebe es zu schwimmen. Ich bin so eine kleine Wasserratte und ähm, ich liebe den Ausblick aufs Meer, diese endlose Weite, auch so gerne von einem Boot aus und so. Klar, äh, wenn du auf Berg bist und so, dann der Ausblick. Das hat man ja auch alle schon mal erlebt. Ne? das sind so Sachen, das kann dir kein Foto wiedergeben, was man dort so sieht und was das einfach so für eine beruhigende Wirkung für ihn hat. Ähm, aber wenn ich so überlege, was ich schon bei manchen so, so Strandbars gesessen habe, mich ordentlich beklingelt habe, ne, und dann hast du aufs Meer geguckt, das war auch oh schön. Das war auch oh schön. Ich würde das Meer wählen. Ich nehme das Meer. Belebte Party oder einsame Insel? Oh, so schwer. Bin ich, glaube ich, eher der belebte Party-Typ. Einsammelinsel. Einsammel. -Insel, ein, einsammel eins, die einsammel Insel, man kennt sie von Animal Crossing. Ähm, die einsame Insel. Hätte auch was, würde mich aber glaube ich auf Dauer nicht so glücklich machen. Dann lieber auch die, äh, och, was ist denn los mit mir? Dann lieber doch die belebte Party. Buch oder Handy? Ganz klar Buch. Ähm, da bin ich sehr oldschool, obwohl ich in letzter Zeit leider gar nicht gelesen habe. Ich hatte ja so eine Leserattenzeit gehabt, wo ich wirklich Bücher verschlungen habe, was dann auch mal so gute vier, fünf Jahre angehalten hat wo ich wirklich schöne, schöne Schwarten gelesen habe ähm, und wenn dazu einfach mal gezählt hat, dass man von Harry Potter mal die Bücher gelesen hat oder von Herr der Ringe, die sich schwer lesen lassen. Also da muss man manche Sätze drei, vier Mal durchlesen, dass man sich so denkt, was will er, was will der Tolkien? Ähm, oder ich bin ja immer hier John Grisham Romane, habe ich ja immer erzählt. Hab ich merke halt immer, ich habe die alten echt aufgeholt und dann halt immer, wenn ein neuer rauskam immer, gleich geholt, wo man dann nur im Buchladen geht und dann nicht wartet, bis das Taschenbuch rauskommt, sondern wo man sich das Buch mit dem festen Einband holt, ähm, weil ich da richtig Fan war oder von Dan Brown die Bücher, ähm, Illuminati hier Sakrileg, Diabolos, äh, oh, wie hießen denn die anderen? Inferno. Ja, also die Dan Brown-Bücher. Ähm, dann gab es aber auch, wie hieß sie denn? Kesslin, Mac, noch was? Irgendwas mit Mac. Irgendwas mit Mac. Die hat auch das Magdalena Evangelium geschrieben. Auch, ja, auch so gutes Buch gewesen. Ich habe aber auch sehr gerne Biografien gelesen. Das habe ich auch schon mal erzählt. Hier von Obama mir die angeguckt. Eingeguckt. Äh, äh, gelesen. Von äh, Henry Kissinger gelesen. Ich habe leider. Helmut Schmidt, glaube ich, nicht fertig gelesen. Das ärgert mich ein bisschen. Von Jackie Chan die Biografie ähm, gelesen gehabt. Was waren noch so Bücher, die mich wirklich so richtig gefesselt haben? Ah, wie hieß denn das ein? Ich, ich, ich erinnere mich immer so gerne an dieses Buch und mir fällt immer der Titel nicht ein. Mir fällt immer der Titel nicht ein ähm, und ich habe mir dieses Buch damals wesentlich noch geholt, weil der Einband so schön war, <laughs> weil das einfach so schön aussah. Ähm, das war eine ganz schöne Schwarte, ich glaube, das waren 600, 700 Seiten gewesen, fester Einband, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Da ging es um eine Fuggerei, ähm, eine niederländische Fuggerei in äh, China. In China. Und das war übelst geil gewesen. Ne? Ähm, so auch so ein bisschen mit Liebesgeschichte. Wie hieß das? Ich, mir fällt es immer nicht ein, wie es hieß. Auf jeden Fall sehr viele Bücher damals gelesen zu dieser Zeit. Und ähm, das war auch nur so, wo ich mir auch die National Geographic immer geholt habe. Äh, wenn dann so Themen... Äh, schön waren hier, wo es mal so einfach nur so um den Papst ging, wo es äh, ums Christentum ging, ums Judentum, um, um Buddhismus. Ich bin sehr interessiert in Religion, obwohl ich jetzt keiner angehöre. Ähm, Habe ich mich lange Zeit wirklich sehr, sehr intensiv darüber, ja, wirklich belesen, auch über den Islam, weil es ist wirklich eine mega interessante Religion. Äh, man kann seine Meinung haben, aber mich in, hat einfach immer so diese Entstehung interessiert. Äh, Habe jetzt aber zum Beispiel keine Bibel gelesen oder... Habe ich jetzt nicht gelesen. Oh, Koran, das habe ich nicht gelesen. Ja, wirklich. Ja, gelesen. Und äh, auf mich hatte Lesen wirklich immer eine sehr, sehr beruhigende Wirkung gehabt. Sehr, sehr beruhigende Wirkung. Wie hieß denn dieses eine Buch? Bastard hieß das. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie das hieß. Oder dann habe ich auch schon mal erzählt gehabt. Oh, hier Sebastian fiezig Also, das sind wirklich Bücher. Ähm, würde ich so gern mal die neueren jetzt lesen, aber die ich damals auch gelesen habe. Richtig geil. Ähm. Wie hieß denn der Autor? Es war ein französischer Autor. Jean noch was. Äh, heißen, glaube ich, fast alle Franzosen Jean. <laughs> Immer diese Vorurteile. Das schwarze Blut hieß das Buch. Das war heftig. Das war richtig heftig. Da habe ich wirklich gelesen und da manchmal da gehangen. Uh, heftig. Ja. ja, das war wirklich so, was ich halt viel gelesen habe. Oder auch da mal so eine Bücher hier. CIA, von wem waren das? Tim, das liegt hier, glaube ich, irgendwo. liegt's eben, ne? Irgend so ein, so, so, so ein deutscher, ähm, sah schon, Journalist, Tim, noch was, der hat zwei Bücher geschrieben: FBI und CIA. Höchst interessant. Höchst interessant, sage ich euch, Leute. Gut, okay. So viel dazu. Dann lieber das Buch, obwohl ich leider viel zu viel am Handy hänge. So, ähm, schwarz, weiß oder bunt. Oh. Situationsabhängig bei mir. Ich trage sehr viel schwarze T-Shirts, ist mir auch mal so aufgefallen. Aber eigentlich bin ich eher der bunte Typ. Ähm, Rechenfehler oder Rechtschreibfehler? Eher die Rechtschreibfehler bei mir, ähm, weil, wisst ja, ich so Mathe-Liebhaber und so. Und dann wirklich eher so die Rechtschreibfehler. Weil ich habe, und noch dazu gezählt, ich habe ja beides damals gelernt. Ähm, alte und neue Rechtschreibung. Ich war so in dieser Wandelzeit, ne, wo die alte noch erlaubt war und du hast es so noch beigebracht gekriegt und bitte verwendet die neue Rechtschreibung. Und das hat man dann aber auch gelernt. Und ja, das, äh, da schleichen sich heute manchmal noch Fehler ein, merke ich. Äh, erst recht bei Kommasetzung. Und ja, dann er dort. Kunst oder Sport? Dann er Sport. Hausmannskost oder Fastfood? Definitiv Hausmannskost. Ich bin so dieser Hausmannskost-Typ. Definitiv. So eine schöne Roulade oder so. Hausmannskost. Verzicht auf Natur oder Verzicht auf Elektronik? Wow. Das ist schwierig. Ich würde echt mal sagen, Verzicht auf Natur fände ich schlimmer. Auch wenn ich jetzt nicht so der Typ bin, der. Ähm wirklich jeden Tag so seine Spaziergänge macht, rausgeht und so. Aber ich merk's halt immer wieder, wie ich es genieße. Bestes Beispiel, wenn es so frisch geregnet hat, ne, so im, im Sommer, ne, und du jetzt nicht, ich meine jetzt nicht so diese stickige Luft dann hast, sondern wenn das dann so schön kühl ist und dann einfach so dieser Duft von Regen, wenn man dann einfach so mal draußen ist und einfach mal so ganz tief Luft holt, das ist für mich das Schönste, oder wenn man irgendwo an einem See ist, so dieser Geruch einfach, also abgesehen davon ist jetzt irgend so eine Jauche, so ein Jauchetümpel da, aber ich glaube, Verzicht auf Natur wäre für mich schlimmer, auch wenn ich jetzt nicht so der Naturtyp bin, aber... Ich glaube, wenn es ihnen wirklich so richtig scheiße geht, wenn, du, ähm, wenn dir alles vielleicht ein bisschen zu viel wird, ist, glaube ich, die Flucht in die Natur besser für dich als die Flucht in die Elektrotechnik, finde ich. Ähm, es geht halt nichts über einen Spaziergang oder einfach äh, mit Freunden an der frischen Luft draußen sitzen. Ne? Das ist ein ganz anderes Feeling. Und ähm, ich glaube, das gibt ihnen viel, viel mehr, als wenn man die ganze Zeit. Ja, mit Elektronik da so zu tun hat. Also wirklich eher Verzicht auf Natur fände ich schlimmer. Iron Man oder Batman? Natürlich Iron Man. Das ist ja auch einer meiner Lieblingshelden bei Marvel. Ganz klar Iron Man. Leise oder laut? Wenn es um Musik hören und sowas geht, definitiv laut. Höre ich viel zu laut, auch im Auto. Ähm, wurde ich auch schon zweimal, wann? Ich überlege gerade, ob es dreimal, nee, es wäre zweimal, wo ich tatsächlich schon angehalten von der Polizei wegen <laughs> so laut Mucke hören, ne? Ich komme halt noch so von der Jugend, wo Bass alles war, wo sie sich alle die Bassrollen in die Karren geknallt haben und so und dann lauter harter Beta und so. Ja, war halt so und das ist bis heute drinne. Bis heute drinne. Und ich meine, es wird wahrscheinlich nicht viele geben, die, was weiß ich, äh, so ein altes Deichkind-Album Bitte ziehen Sie durch von Anfang 2000 auf volle Esse in der Karre hören, ne? Und dann nicke mit dem Beat und bewegt dein Arsch hören. Ja, <laughs> ich bin so einer. Ist so. Bus oder Taxi? Taxi. Definitiv Taxi. Ich habe auch immer so die blöde Angewohnheit gehabt, dass wenn ich äh, vor allem mal einen über den Dusch getrunken habe, das waren eigentlich so die meisten Situationen, wenn ich dann mit Taxi gefahren bin, ähm, ich war immer so dieser typische ähm, Taxi-Zulaberer. <laughs> ich habe die immer zugelabert. Und ich werde das nie vergessen, ähm, als ich damals so in der Jugend, so 17, 18, 19, gab es halt hier, wie, wie bei vielen so, eine Stammdisse, wo ich immer hingegangen bin. Und da sind wir mit die Kumpels immer mit Taxi gefahren. Ich habe natürlich immer vorne gesessen. Meistens ein bisschen blöd, weil der, der vorne gesessen hat, hat meistens bezahlt und hat ewig sein Geld hinterher geheult. Auf jeden Fall, da war dann immer eine ältere Dame. Ältere Dame ist übertrieben, lasse mal so 50, Mitte 50. Gewesen sein. Und die habe ich halt immer zugelabert und die war immer so nett zu mir. Und auch wenn ich rotze voll war, äh, was ich mich dann so erinnern kann, immer so nett zu mir. Und wir sind dann irgendwann, wie immer, so ins Gespräch gekommen und die hat mir dann erzählt, dass sie Kurzgeschichten schreibt. Ähm, und ja, und da habe ich mir dann damals ein Buch von ihr gekauft und hatte das dann auch gelesen gehabt und ähm, habe dann mit ihr manchmal im Taxi dann über ihre Kurzgeschichten geredet, weil die ist halt immer Taxi gefahren. Und das, das wäre ja auch nie vergessen, das war echt schön gewesen. Ne? Ähm, und ich, was ich hier krass finde, ich habe das Buch hier irgendwo, ähm, ich weiß ihren Namen gerade nicht. Das ärgert mich gerade, müsste ich wirklich mal auf ein Buch gucken jetzt. Auf jeden Fall, das ist so. Eine witzige Geschichte und deshalb werde ich wahrscheinlich immer so diesen Bezug zu Taxi haben. Wenn es aber natürlich darum geht, Videospiele, ne? Auf jeden Fall der Bus-Simulator. Ich freue mich sowas von auf den September, wenn der Bus-Simulator, also 2, also 2021, wie er dann heißen wird, wenn der dann rauskommt, ne? Freue ich mich mega drauf. Sci-Fi oder Fantasy? Ganz klar Fantasy. Ähm. Ja Fantasy, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt wirklich so ein Ding, werden viele jetzt so sich denken, so wenn ich zum Beispiel jetzt wählen müsste zwischen Star Wars und Herr der Ringe, ist bei mir Herr der Ringe weiter vorne, obwohl ich jetzt nicht sage, dass Star Wars Scheiße ist, um Gottes Willen, ja oh verschlungen die Filme und äh, Videospiele gespielt und in diesem Universum äh, mit dem Evox, ne, wo es damals den Extra-Film gab. Ähm, äh, brr. Ja, ich sage hier auf keinen Fall, dass das scheiße ist oder dass ich das nicht mag. Aber auf deine Frage bezogen, wirklich Sci-Fi oder Fantasy, dann wirklich eher Fantasy. Musik hören oder Streams gucken. Ah, Streams gucken. Eher Streams gucken, Süppchen. Nie wieder unter Wasserlevel oder nie wieder FIFA. Dann eher nie... Das würde ich jetzt überraschen. Dann wirklich, glaube ich, eher nie wieder FIFA. Weil ich persönlich darauf verzichten könnte. Mario oder Spyro. <laughs> Nostalgie bezogen. Ja, doch, schon Mario. Na doch, ich muss Mario wählen. Äh, Spyro, geil, geiler Charakter, geile äh, IP. Ähm, äh, ich muss Mario nehmen. Ich muss definitiv Mario nehmen, Süppchen. Verlust des Geschmackssinns oder Verlust der Sehkraft? Ich glaube dann wirklich lieber Verschluss, äh, Verschluss, hm? Verlust des Geschmackssinns. Wenn ich, was ist das schwer? Dann doch lieber Geschmackssinn weg. Lieber würde ich sehen wollen. Beim Schlafen Tür auf oder Tür zu? Ich bin in mir ist es komplett scheißegal. Meine Frau zum Beispiel ist Tür auf Typ. Und mir ist es egal. Mir ist es wirklich wirklich egal. Aber bei uns dadurch, dass äh, man macht dann natürlich, äh, ein Frauchen möchte. Deshalb bei uns Tür auf. Was natürlich auch klar ist durch die Katzen und so. Gesellschaftsspiele mit Freunden oder Mario Kart mit der Community. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, wenn ich das sage, aber wirklich Gesellschaftsspiele mit Freunden. Weil ich Brettspiele wirklich liebe. Und ich wirklich hoffe, dass das keine aussterbende Rasse, wollte ich jetzt sagen, ja, keine aussterbende Art der, der Beschäftigung wird. Weil Brettspiele sind so toll, ne? Also dann wirklich lieber eher Gesellschaftsspiele mit Freunden. Aber wirklich, wenn ich jetzt hier bei diesen Entweder-Oder fragen, jetzt mich fürs andere entscheide, heißt es absolut nicht, dass ich das andere Kacke finde, ne? Also, aber wenn ich wählen müsste, dann würde ich Gesellschaftsspiele mit Freunden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn jetzt heißt, ähm, ja, wollen wir mit einem Mario Kart zocken oder wollen wir Monopoly spielen? Bin ich nun mal der Monopoly-Typ. Raclette oder Nudelkartoffelsalat? Na, definitiv Raclette. Also, das, das ist ja ganz einfach, ne? Obwohl Nudelsalat schon... schon, schon äh, Raclette. Äh, Raclette, definitiv. Mitreißende Story oder detaillierte Spielwelt? Bin, bin ich bei mitreißende Story definitiv. Ich bin halt immer noch so derjenige, der mit zu der Fraktion gehört, dass ein Spiel mich durch die Story richtig fesseln soll. Ja, ja. Obwohl Gameplay natürlich, oh, grad, wenn ihr jetzt mal überlegt, ne, ich Klon sitze hier da und sage, eine mitreißende Story ist für mich wichtig und spiele halt irgendwie die ganze Zeit bloß noch SnowRunner. Ähm, klar, hat ja auch was für sich und es macht halt einfach Spaß, ähm, Gameplay-technisch. Aber mitreißende Story ist mir dann doch eher wichtiger bei einem Spiel. Ente oder Kaninchen? Wenn es ums Essen geht, auf jeden Fall Ente, weil Kaninchen viel zu süß sind und ich auch kein Kaninchen jetzt so esse. Ich hab's schon gegessen, aber ich, ich sage auch nicht nee, wenn es das irgendwo gibt. Aber Kaninchen, ah, ist halt so süß, ne? Ähm, nee. So, das dürfte ein paar Minuten, für ein paar Minuten gereicht haben. Äh, noch viel Spaß mit den anderen Fragen und später noch einen schönen Tag mit deiner Frau. Ach Süppchen, das ist doch wieder so herzallerliebst. Danke für die ganzen Fragen, entweder oder Fragen, richtig geil. Der Podcast ist euch sehr gut gelungen. Ach C, das ist doch verdammt nett von dir. Vielen Dank für die Wertschätzung meines Kommentars. Naja, dafür bin ich da. So, der Doktor hat auch ein paar Fragen dagelassen, da freue ich mich. Ich hoffe, dass es dir auch gut geht, mein guter. So, vielen Dank für deine lieben Worte und danke für das schöne FAQ. Ähm, hier neue Fragen. Lieber DVD-Abend oder Netflix und Co. Mittlerweile ganz klar Netflix und Co. Ähm, ich bin so froh, dass ich weg bin davon, mir DVDs und Blu-rays zu holen. Ich habe zwar, ähm, obwohl meine ganzen DVDs sind eigentlich fast alle im Keller, bis auf so ein paar Serien, die ich halt hier so stehen habe. Ansonsten DVDs alle Filme unten im Keller, Blu-rays ähm, stehen im Wohnzimmer, ähm, auch etliche, weil ich damals mir so viel Blu-rays geholt habe. Aber ich bin zum Glück weg davon. Ich merke das auch bei Videospielen, dass das immer mehr kommt, dass ich immer weniger ein Problem habe. Ähm, Digitalism zu machen, also dass ich mir wirklich Games digital hole ähm, und bei 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 Videospielen ist es halt wirklich kom äh, Videospielen sage ich schon bei 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 Filmen ist es wirklich komplett so digital. Also wir sind da wirklich meistens auf Amazon jetzt unterwegs und scheuen da auch nicht uns dort mal einen Film zum Beispiel zu kaufen. Also das ist vollkommen in Ordnung. Kuchen oder Kekse? Ganz klar Kuchen, obwohl es geht doch nicht über einen schönen Keks, ne? Nee, Kuchen. Ja, Kuchen, ich bin so wirklich der Käsetortentyp. Oder ähm, so ein schöner russischer Zupfkuchen. Ähm, oder so eine schöne quark torte Schwarzwälder Kirschtorte. Ähm, Kuchen. Ganz klar, Kuchen. Diese Frage nur beantworten, weil, wenn du möchtest, wann heiratet Herr und Er? Das weiß ich noch nicht. Und mehr sage ich auch nicht. Fährt Herr und Er auch Fahrrad? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Und das ist eigentlich auch schlimm. Ich habe, glaube ich, auch seit mittlerweile. Hat doch gut, in sechs, sieben Jahren kein Fahrrad mehr in meinem Besitz. Ich hab keins mehr. Und ich bin früher sehr, sehr viel Fahrrad gefahren. Ich habe eigentlich in der Stadt wirklich alles mit dem Fahrrad gemacht. Aber. Ich hab tatsächlich. Es wäre manchmal wirklich gut. Ähm, für mich war damals das Fahrrad immer eine schöne Ausrede für, ähm, man ist halt nicht Auto gefahren und konnte trotzdem was bechern. <laughs> Aber ja, das ist auch vollkommen richtig so. Du bist halt trotzdem Straßenverkehrsteilnehmer und wenn du dann halt Flap machst, dann werden dir die genauso weggenommen, wenn du da mit 1,8 auf dem Kessel oder Fahrrad fährst. Ähm, ja, und so, freizeitmäßig bin ich auch mal nicht so viel Fahrrad gefahren. Ähm, wo, wo ich dann irgendwann ein Auto hatte, hatte ich dann wirklich alles mit dem Auto gemacht. Ja, leider. Ich fahre wirklich kein Fahrrad, weil ich keins mehr habe. Jetzt, wo du beide einige Zeit hast, was ist besser? Xbox oder PlayStation 5? Schwierig. Schwierig. Bei PlayStation 5 ist nämlich das Ding, es hat so beides so seine Pro und Kontras. Ähm, ganz kurz, PlayStation 5 geht's jetzt erstmal ordentlich los. Jetzt geht's hier langsam mit den Exklusivtiteln los. Returnal war für mich das erste richtige Highlight. Jetzt kommt bald Ratchet und Clank, wo ich mich mega drauf freue. Ähm. Ja, das ist wirklich so das, so gerade Playstation 5. Im Vergleich muss ich wirklich sagen, Xbox Series X ist für mich performance-technisch etwas besser, was Ladezeiten angeht, obwohl beide sehr schnell sind. Aber bei der Series X merkt man doch einen Unterschied. Ähm, ich finde die Farbgebung, die Farbdarstellung auf der Series X besser. Ähm, ich sehe es halt wirklich eindeutig an SnowRunner. Ähm, da man muss sehr genau hingucken. Aber SnowRunner sieht nun mal auf der Series X noch mal ein Fünkchen besser aus. Ähm, ich habe, auch wenn beide Pads sehr gut sind, lieber den Series X-Controller in der Hand. Ich liebe den Game Pass. Aber die PlayStation 5 besteht, also brilliert halt wieder so ein bisschen durch die Exklusivtitel. Und ich bin so froh, dass ich mich zwischen beiden nicht entscheiden muss, weil ich beide habe. Da bin ich so froh drüber. Es ist schwierig. Deshalb, wenn mich jemand fragt, was soll ich mir holen? Die PlayStation 5 oder die Xbox Series X, schwierig. Wenn ihr eine Xbox One oder so hat, dann sei, hol ihr die PlayStation 5. Ähm, schwierig. Aber ich hab zum Glück beide. Bist du schon geimpft, Voldemort? Nein, leider nicht. Äh, ich hoffe aber, dass es dann Ende Juni, Juli mal soweit ist. Bleib gesund äh, und wie du bist, ähm, so wie du bist, bist der beste, großes Lob. Liebe Grüße der Doktor und Roxy. Vielen lieben Dank für die Fragen, mein guter. Vielen lieben Dank. So, der Witwenmacher ist am Start. <laughs> Mache Meldung, Herr Major, geil. Willkommen, äh, äh nee, willkommen. Vollkommen richtig. Der Grundwehrdienst gibt es, äh, gibt noch den letzten Schliff an der Erziehung der jungen Erwachsenen. Ich selbst bin seit damals, äh, da, seit ich damals 17 war beim Bund und das war April 2006 und im Oktober 2006 wurde ich 18, hatte mein Abi gemacht und bin zum Bund und ich wäre auch äh, für eine We Wiedereinführung der Wehrpflicht. Na, naja, das war letztes Mal so ein kleines bisschen. Thema. Meine Fragen fürs nächste FAQ. Auf jeden Fall, das ist eine Diskussion, die kann man sowas von führen. Das ist total krass. Ich zum Beispiel, das sah sei auch, äh, bin ja auch für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Jetzt nicht unbedingt der Wehrpflicht, aber dass man halt halt wie früher, ne, dass man Zivildienst halt ein Jahr macht oder zehn Monate ähm, oder seinen Wehrdienst macht oder halt in irgendeiner Form was Soziales. Weil ich finde, das ist für die Entwicklung eines Menschen schon sehr sehr wichtig. Deshalb ich sage absolut nicht alle hier nimmt eine Knarre in die Hand und geht zum Bund, um Gottes Willen. Ähm, aber halt wirklich so Zivildienst... Ich, ich denke mal, sowas schadet wirklich jungen Menschen nicht und erst recht heutzutage. Ich habe das jetzt irgendwie so, so ein Erlebnis gehabt, blöde angemacht worden von jungen Menschen, wo du dir denkst, Say what? Habt ihr eine Macke? Na, ist egal. Erste Frage, wie war die Grundi-Zeit bei dir? Was waren deine ersten Eindrücke damals? Ah, schwierig, so weiter so zurückzudenken. Ähm, aber ich, das ist eh immer so das Krasse, ne? Wenn man sich mit Leuten unterhält, die bei der Bundeswehr waren, haben nur noch alles Gute in Erinnerung. Total faszinierend. Grundwehrdienst war natürlich extrem heftig. Ich bin ja damals auch ähm, lieber Witwenmacher zum Bund gegangen mit ordentlich Kilos auf die Rippe. Ich habe ja glaube ich in meiner Grundwehrdienstzeit nur in diesen drei Monaten über 20 Kilo abgenommen gehabt. <laughs> Weil ja halt so eine Wuchtbrumme war. Aber die Ärzte haben damals gesagt beim Test dort die hier, komm, BMI passt noch so weit. Du musst halt den Sporttest bestehen, dann geben wir dir mein Go, gebe ich dir das Go. Und ja, so bin ich dann zum Bund gekommen und hatte da wirklich meine Probleme, ne? Weil ich nie einer war, der gerne gerannt ist. Ich war auch so schlecht in der Schule, was Leichtathletik anging. Ähm, und dann war natürlich was auf immer Grundwehrdienst mit Frühsport und dann immer dieses Rennen um die Kaserne rum. Ne, wo die sie, da wirklich, wo dann der Kommandeur, äh, Kommandeur, sage ich schon, der Kompaniechef oder der Zugführer in der Grundausbildung einfach mal gesagt hat: Mensch! Jetzt haben wir noch anderthalb Stunden Zeit. Da rennen wir doch noch mal um die Kaserne. Und du hängst da. <laughs> Aber es hat mir ja echt gut getan. Zum einen hat ich übelst abgenommen. Ich war übelst fit gewesen nach diesen drei Monaten. So fit wie ich noch nie in meinem Leben war. Und, ähm Ganz einfach, und ich, das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, ganz einfach, dass ich gelernt habe in diesem Grundwehrdienst, was Kameradschaft ist, ähm, gemeinsam durch die Scheiße zu gehen und dass dadurch dann Zusammenhalt mit Menschen halt ist, mit denen du privat nie was zu tun hättest, das einfach mal zu erleben äh, ähm, und ähm, die Erinnerung daran zu haben, ist, ich glaube, das formt einen auch so ähm, weil man dadurch sehr unvoreingenommen für sein späteres Leben ist, was so andere Menschen angeht, wo man sich wirklich so denkt, wenn ich überlege, ich hätte damals nie was zu tun gehabt mit hier so gossig leuten oder, ähm, so richtig krasse Raver oder, ähm, ja, was weiß ich hier so für Menschen, wo man vielleicht dann so ein paar Vorurteile hat. Beim Grundwehrdienst hatte ich auf immer mit so Leuten zu tun gehabt. Und ähm, das waren so tolle Menschen. Und ähm, was, mich hat das dann auch interessiert, ja, wie bist du dazu gekommen? Meistens war es dann halt über Freundeskreis bei denen. Ist ja auch egal, aber man hat halt gemerkt, es sind so tolle Menschen. Das ist halt einfach so den ihr Interesse oder die Musik, die sie halt gerne mögen. Und. Man ist dann sehr unvoreingenommen dann für seine ja, spätere Entwicklung und so, so zum Umgang mit Menschen. Man wird, denke ich mal, auch eine Spur weit empathischer. Man, man kann sich so ein bisschen besser in andere reinfühlen. Und deshalb finde ich, ist das halt sehr wichtig, so eine Entwicklung vielleicht zu machen in jüngeren Jahren. So also als junger Mann bzw. junge Frau. Ähm, ja. Ja. Ansonsten Grundwerdienst war geil. <laughs> Muss ich wirklich sagen. Anstrengend wie Sau, ne? Wenn ihr manchmal nachts geweckt wirst, ne? Hast gerade mal eine halbe Stunde, also noch nie mal richtig gepennt und dann war schon wieder Sport oder Alarm und ah. Aber man erinnert sich so gerne zurück, wo man das erste Mal Biwak gemacht hat, wo man draußen im Zelt gepennt hat, ne? Und dort so am Lagerfeuer. Du hast den ganzen Tag nur mal bist marschiert, hast Erkundungen gemacht, hast Stellungen gebaut und warst so im Arsch und hast dann aber mit deinem... Futter dann abends am Lagerfeuer gesessen und das war so eine Romantik, das ist Wahnsinn. Ähm, war schon toll. Ähm, zweite Frage, welcher Lehrgang war der härteste, egal ob körperlich oder geistig? Puh. Uh. Ich habe ja jetzt definitiv nicht so eine krasse Ausbildung wie du, Witwenmacher, gerade was das körperliche angeht. Ähm, das schwierig. Weil irgendwie ging es irgendwie alles so ein kleines bisschen. Körperlich, okay, war es bei mir, glaube ich, der Feldwebelehrgang, aber das war halt wirklich, weil wir dort einen Zugführer hatten, einen Oberleutnant, der beim Objektschutz halt bei der Luftwaffe war. So eine richtige Kampfsau. Und das war körperlich echt heftig. Viel, viel heftiger als die Grundausbildung. Was, wir, was ich dort über die Hiba gerannt bin, immer. Oder dort auch rumgerannt bin. Hier, dort in der Kaserne. Hier so Amila Lauf, man kennt es ja. Ähm, das war heftig. Der war echt krank gewesen. Was aber auch oh krass war. Ähm Witwenmacher, das klingt jetzt gar nicht so schlimm, wo ich meinen Rettungsschwimmer Lehrgang hatte, jetzt körperlich. Geistig muss ich wirklich sagen, ging das alles klar. Also man hat halt gelernt und ähm, auch die ganzen technischen Ausbildungen, vielleicht war so dem geschuldet, dass ich überall Top Ausbilder hatte, da kann ich wirklich absolut nicht sagen, die haben dir das beigebracht und das ging. Und ich finde ja das Lernkonzept von der Bundeswehr einfach genial, so dieses hier vormachen, nachmachen und dann ihr äh, üben und also das hat super funktioniert. Irgendwann hast du den Scheiß im Schädel gehabt und wusstest dein Handwerk. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwo nur mit die Knallstöcke rumspielen, sondern bei mir auch im Bereich Technik. Du warst mit deinen Funkgeräten, mit deinen Anlagen, mit deinen 30 Meter Antennenmasten, die du dort bedient hast, du warst eins mit denen und du wusstest Bescheid. Das war Wahnsinn. Ah gut, aber äh, wo war ich? Ach scheiße, ich war bei diesem körperlichen. Ah, sie ist jetzt B Rettungsschwimmerlehrgang. Rettungsschwimmerlehrgang, wo ich den das erste Mal gemacht hatte. Ich bin ja so eine Schwimmratte, ne? Alles gut. Ich habe auch mein deutschen Sportabzeichen immer fast alles mit Schwimmen irgendwie gemacht, was ging. Und das ging klar. Und aber dieser Rettungsschwimmerlehrgang, da war so ein Ausbilder, so ein alter Sportausbilder aus der NVA. Oh. Was ein kranker Typ! Ich, ich bin so eine Wasserratte und hab Schwimmen immer geliebt. Aber der hat geschafft, dass ich Wasser hasse. Der hat es geschafft, dass ich im Wasser geschwitzt habe wie ein Schwein. Du hast wirklich im Wasser getrieben und hast dir so da wo man sonst so denkt. Außer oh, das angenehm kühl Ich habe geschwitzt wie ein Schwein im Wasser. Der hat erstmal zum Warm machen, 1500 Meter Schwimmen. Hat er gemacht? Da bist du erstmal eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, bis du erstmal einfach nur geschwommen. Am Stück und wehe, du hast dich am Beckenrand festgehalten. Da ist er mit seinem Stock, wurde eigentlich hier so dich dann äh, Leute Das Hat er dich weggedrückt? Der hat dich weggedrückt. Oder dann, was man immer cool findet, wenn man hier so für die Schwimmer unter euch, wenn man mit Schwimmflossen so schwimmt, Ne ist ja total geil. Habe ich immer gerne gemacht, weil man sich so denkt: Oh, ich bin so schnell, ich bin so schnell. Und dann auf einmal, der macht dort Übungen mit dir. Ich war durch. Der Lehrgang ging eine Woche. Ich war tot. Ich konnte gar nicht mehr. Wahnsinn. Und das ist ja dann das Krasse gewesen bei diesem Rettungsschwimmerlehrgang. Muss ihr dir vorstellen, das ging früh um 7 Uhr los. Was weiß ich, bis nur geschwommen bis Mittag. Dann sowieso, hast sowieso durch den Sport knass gehabt wie Sau. Bis Essen gegangen. Das Coole war gewesen, dadurch, dass man so einen krass, ähm, krassen Lehrgang hatte, haben wir besonderes Essen gekriegt, ne, dass du ordentlich Kalorien reingekriegt hast, da denkt der Bund schon ordentlich mit, ähm, ordentliches Essen gekriegt und dann warst du aber so richtig, du bist vier, fünf Stunden geschwommen, also klar, so mit Pausen dazwischen ist logisch, dann hast du Mittag gegessen, dann war Theorieunterricht, da hast du dort im Hörsaal gesessen und musstest dir dort irgendwelche DRK Lehrgänge anhören, äh, mit dem Scheiß, was so wichtig ist, mit Wiederbelebung und was weiß ich nicht alles und das war wirklich, Leute, jeder im Raum, jeder im Raum. Mein Spieß war damals auch mit dabei. Wirklich, du guckst zehn Minuten, Viertelstunde und dann hast du dich im Raum mal umgeguckt, dann hast du so alle gesehen. Oder so richtig so. Ich, ich, ich bin eben mal wach geworden, weil ich geschnarcht habe. <laughs> dann bin ich wirklich so. <laughs> Aber das, das war wirklich körperlich, wirklich das Anstrengendste gewesen. Drittens würde es ein Kochformat geben, Christians Leckerstube, wo du uns deine liebsten Gerichte und Speisen und Getränke zeigst. Würde es feiern, äh, deine Kochrezepte nachzukochen, ist ja so, so sage ich ja immer wieder so ein kleiner Traum von mir, ne, sowas zu machen. Eigentlich ist so nicht viel dabei. Ich weiß auch nicht, wo die Hemmschwelle ist. Wahrscheinlich dieses Equipment in der Küche aufzubauen. Weil ich so eine Schlauchküche habe, weißt du? Und dann müsste ich gucken, wie ich das mit den Kameras mache. Bock hätte ich aber auf sowas. Ich sag's ja immer wieder. Vielleicht in meinem YouTube-Leben mache ich das irgendwann mal. Dann schreibst du, heute sind es äh, nur drei Fragen. Ähm, und vielleicht äh, kommt noch mehr beim nächsten Mal. Und. Damit bleibt mir nur noch zu sagen: Achtung, Major Herr Hauptfeldwebel, melde mich wie befohlen angetretene und melde keine besonderen Vorkommnisse im Aufgabenbereich. Stube gereinigt und gelüftet. <laughs> Sehr gut, Herr Major, ich danke dir. Schöne Fragen, wunderschöne Fragen. Vielen lieben Dank, mein Guter. So, hier habe ich mit dem C schon ein bisschen geschrieben, alles cool. So, wen haben wir denn hier? Den guten Scampi-Joe. So, was hat er denn? Wieder ein tolles FAQ? Dann stelle ich erstmal die Frage, die du beim Matthias versehentlich übersprungen und nicht beantwortet hast. Das ist, das ist geil von dir. Gibt es Filme oder Serien, bei denen du sagst, zum Glück wurde die damals gedreht und nicht heute? Viel. Gerade so im Bereich Actionfilme. So, ich, hier, ich komme ja aus der Ära so, Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, diese Filme würden heute ganz anders sein, da bin ich froh, dass es damals passiert ist, aber ich glaube auch bei diesen ganzen Trickfilmen von früher, auch hier so die Serien, Kickers, Captain Tsubasa, der Inhalt war irgendwie so ein bisschen anders, weil klar, es geht heute immer noch so um Freundschaft und Teamgedanken, was weiß ich nicht alles, ähm, Schwierig, weil jetzt ist alles so CGI und so computermäßig es, Gibt es Filme oder Serien? Ja, wirklich, wenn ich mir überlege, wenn ich sag mal Rocky ist ja zum Beispiel das perfekte Beispiel Rocky, die alten Filme, ich liebe sie, ich liebe sie, ich könnte mir die auch immer wieder angucken. Geht da, Endlosschleife, repeat Leute repeat, die ganze Zeit, aber wenn man sich die neuen äh, Rocky Filme anguckt, hier diese Creed Kacke da, ist in Ordnung ist in Ordnung. Ich meine, ist ja natürlich dem geschuldet hat nur mal ein paar Lenzen mit jetzt so drauf gekriegt. Alles gut. Cool. Aber das ist nicht mehr dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Ähm. Bei Rambo war dasselbe. So die alten Teile. Oh, das, ich ich finde sowieso ist euch das mal aufgefallen. Ich persönlich finde, dass bei älteren Filmen die Musik viel, viel cooler war. Und ähm, ja. Man hat viel mehr Bezug zu dieser Musik. Jetzt geht es halt wirklich um Soundtracks. Du hast halt kein nicht so viel Gesungenes und so. Nehmen wir mal so Fluch der Karibik. Genialer Soundtrack, ne? Mel Melodie ist eingängig. Oder auch Herr der Ringe. Eingängig, ne? Außer bei Herr der Ringe, dass da ein paar Elben so ein bisschen rumgeschlurzt haben. So. Und so. Kennen wir. N-Ja, wir kennen sie alle. Aber. Wirklich so damals, guckt euch mal so alte Filme an. Rocky, das sind Soundtracks. Das ist so, so richtig 70er, 80er Rockmusik. Oder so in alten Filme mit Schwarzenegger. Twin Zwillinge fällt mir zum Beispiel super ein. Tolle Musik, tolle Musik. Bloodsport, sowieso. Hans Zimmer hat damals schon immer einen guten Job gemacht. Ähm, wirklich in diesen älteren Filmen, die Musik, viel, viel geiler. Es war mehr gesungenes Zeug. Und das hat einfach viel mehr an Flair gehabt. Viel mehr an Flair gehabt definitiv und das und das fand ich so toll oder bestes Beispiel guckt euch mal Winnetou an und dann einfach mal nur die ersten Minuten wo einfach nur Musik kommt nur Musik und du sitzt dann wirklich da und du guckst dir eigentlich nur die ganzen Namen an hier produziert von angezogen von äh, geschminkt von die guckst dir die ganzen Namen an und ähm, aber die ganze Zeit die Musik da im Hintergrund und denkst du dann so ah, da fühlt sich wohl fühlt sich da wohl das fand ich damals so toll. Aber okay. Ich schweife ab. Ich schweife ab. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt damals äh, die alte Frage von Matthias etwas beantwortet. Äh, Thema Werkzeug. Äh, Weil es äh, mich gerade beschäftigt. Stimmt, du hast dir einen neuen Akkuschrauber geholt. Ähm, ein Glaubenskrieg. Welche Marke besser ist, vor allem. Äh, welche Marke besser ist, wollen wir nicht anfangen? Jede Marke hat ihr Gutes und Schlechtes. Welche Grundausstattung sollte jeder Haushalt deiner Meinung nach haben? Das ist so eine wunderschöne Frage. Ich finde, jeder Haushalt sollte einen Bohrhammer haben. Fangen wir mal so an. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du in einem Haus mitkriegst, erst recht in so einem Mehrfamilienhaus oder wie ich, wenn man so in so einem Block ähnlich wohnt, und du mitkriegst, dass die Leute versuchen, Löcher zu bohren mit einem Bohrer ohne Schlagfunktion. Das ist so wirklich, du quälst die Wände. Die, die schreien richtig. Du, du hörst das, wie die Wände immer nur so... Dass die ganze Zeit, selbst das, das Geräusch, wenn ich es genervt habe, war das nicht nervig? Das ist ekelhaft. Aber dann wirklich mal so ein schön Bohrhammer. So ein schönen Bohrhammer. Ne? Angesetzt. Fertig? Es ist laut. Ein Leidensweg, der wenige Sekunden andauert. Aber wenn ihr da am besten, ich weiß nicht, ich eigentlich schon gesehen habe, mit dem Akkuschrauber dann so gebohrt habe, ohne Schlagfunktion. Alles mitgekriegt. Ein Bohrhammer. Ein Bohrhammer. Aber ein Akkuschrauber ist auch wichtig. Ein Akkuschrauber ist sehr wichtig. Mit einem schönen Bitkoffer dazu. Ne? Dass du halt gewappnet bist. Torx, Kru Torx Kreuz, Schlitz. Äh, wichtig. Maulschlüssel ganz wichtig. Muss man haben. Ein Imbusschlüsselsatz muss man haben. Das ist eigentlich, finde ich, schon fast so das Wichtigste. Wenn es dann wirklich so darum geht, dass du mal was sägen musst oder so. Da geht es schon sehr ins Detail. Aber das sind so Sachen, die brauchst du. Jeder Haushalt. Bei jeder Haushalt muss man ein Loch bohren. Eine Wasserpumpenzange ist wichtig. Jeder muss irgendwie mal kurz äh, was abdichten. Äh, das ist wichtig. Das gehört dazu, so meiner Meinung nach. Und eine Lampe. Eine Taschenlampe. So eine kleine. LED. Gibt's mit Batterie. Analyse. Leute, sowas ist wichtig. Sowas ist wichtig. Alles andere unwichtig. Spannungsprüfer vielleicht noch, obwohl, da bin ich wieder zu viel Elektriker. Okay, wir machen weiter. Ähm, welche kleinen Helferlein kannst du uns empfehlen und nutzt du selbst? Ist ja im Prinzip das, was ich gerade oft gezählt habe. Ich habe zum Beispiel wirklich ähm, mir damals, das habe ich auch ganz am Anfang gemacht, wo ich eine eigene Wohnung hatte, ich habe mir wirklich Geld in die Hand genommen, sowieso für Umzug und sowas, bin erstmal in den Baumarkt gegangen und habe mir von Bosch einen ordentlichen Bohrhammer geholt. Der hat über 100 Euro gekostet, aber das Ding habe ich heute noch und es tut seinen Dienst, einwandfrei. Ich habe mir äh, von Makita, weiß ich noch, ähm, dann. Ein bisschen später, ich habe leider auch hier nur so Billo-Akkuschrauber gehabt. Ähm, ganz vergessen, von Makita einen ordentlichen geholt. Ähm, frei. Das Ding, das ist, das ist, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Sowas brauchst du, ne? Ich bin noch scharf drauf auf so einen kleinen. Man sagt dann immer so, scherzhalber, immer so diese Frauen-Akkuschrauber, ne? Die so ganz klein sind, die auch so die Möbelbauer immer so nutzen, ne? Die so ganz klein nur so, ne? Da will ich mir mal ihn holen. Ja, dann ansonsten so das Werkzeug, was ich dann so erwähnt habe. Ne? Wirklich Imbuschlüssel, Maulschlüssel. Ja, und eine Lampe. Eine Lampe. Eine Wasserpumpenzange. Ganz wichtig. Und Kabelbinder. Also ordentlichen Seitenschneider. Kabelbinder ist so wichtig. Okay. Hast du mehr Werkzeug zu Hause durch deinen Beruf? Ja, definitiv. Natürlich. Weitere Fragen? Loading. Natürlich durch den Beruf hast du natürlich mehr Werkzeug. Manches gehört natürlich der Firma, was ich dann natürlich aber zu Hause halt habe, was natürlich auch manchmal praktisch ist. Ähm, aber man holt sich natürlich auch selber dann immer mal was, weil man so merkt, ah, das hilft mir auf Arbeit, obwohl das bei mir auf Arbeit da wirklich toll läuft, wenn man da sagt, hier, ich brauche das, dann wird das gekauft. Gut. Scampi Joe, geile Fragen. Werkzeug, mal was ganz anderes. Der Thomas, richtig geil, lässt hier auch was da. Jetzt will ich als Berufspendler aber doch wissen, warum hast du Bahnhöfe? Ich meine, wie sollte man sie lieber, äh, was, wie sollte man sie lieben oder auch nur mögen, aber interessiert mich trotzdem und wie hast du dir die Zeit bei den, auf den Zugfahrten vertrieben? Also, das habe ich ja da letztens, glaube ich, erzählt wegen Bahnhöfe, weil Bahnhöfe, das ist halt so, ähm, wenn ich, glaube ich, jemand wäre, der die ganze Zeit immer nur S-Bahn, U-Bahn ähm, und sehr viel auf die öffentlichen Verkehrsmittel der Bahn zurückgegriffen hätte, hätte ich natürlich einen ganz anderen Bezug dazu. Aber bei mir waren Bahnhöfe immer mit Abschied verbunden. Immer jemand ist weggefahren, ich bin weggefahren und man tut natürlich sein Hirn, sein Unterbewusstsein dadurch natürlich so konstitutionieren, dass das dann automatisch immer mit was Negativem behaftet ist. Deshalb sind Bahnhöfe für mich negativ. Auch die Busbahnhöfe im Bussimulator. <laughs> aber natürlich bin ich äh, oft Zug gefahren. Und ähm, damals äh, habe ich mir die Zeit vertrieben mit Lesen tatsächlich. Ich habe gelesene. Hatte zur damaligen Zeit, glaube ich, kein 3DS gehabt. Wenn, er ich dann PSP gespielt. Oder Playstation Vita zu seiner Zeit. Aber doch eher hauptsächlich gelesen Oder einfach gepennt. Oder halt einfach gepennt. Ja, so viel dazu. So, ähm, der Rudi lässt auch ein paar Fragen da. Moin, danke für das Funky FAQ. Nicht dafür, mein Guter. Aber, ähm, du als, o was, dass du als Ossi keine Catwurst kennst, das war krass, ne? Aber jetzt ist es ja so. Jetzt kenn ich's ja, alles gut. Was ist dein Lieblingssalat? Erste Frage. Ach so, nun erstmal ein paar Fragen von mir. Erstens, was ist dein Lieblingssalat? Ich glaube, so ganz plump Tomatensalat. Ah, den muss halt meine Mutti machen. Beziehungsweise mein faddy Da ist nichts drin, ne? Die machen da einfach nur ähm, Tomaten geschält. So richtig, das ist auch so typisch Ossi-mäßig. Tomaten, wirklich nur Wasser, Öl, Salz, Zucker, Zwiebeln. Mehr ist es nicht. Abgeschmeckt. Könnt ich mich reinlegen? Könnt ich mich reinlegen? Und das Krasse ist, wenn ich versuche, den nachzumachen, das ist mir das ein oder andere Mal auch schon gut gelungen. Ähm, aber wenn die das machen, schmeckt halt immer gleich. Obwohl die nicht mal ein Rezept haben. Das ist gerade bei meinem Vater, der würzt komplett nach Gefühl. Der schmeckt nicht mal ab. Der würzt nach Gefühl. Der nimmt seine Hand, seine Hand, nimmt er in den Zuckern ab, greift da rein, nimmt eine bestimmte Menge, wirft das rein. Und das ist richtig. Und das ist richtig. Egal ob das jetzt so eine klinische ist, ein Tomatensalat ist oder wenn was großes ansteht, eine große. Passt. Mit Essig dasselbe. Ich habe mal eben gemacht. Mann war der sauer. <laughs> Passiert. Passiert. Wenn gekocht wird, im Handwerk passieren Fehler. So, zweitens, als Schüler im Unterricht erste Reihe oder hinten gesessen. Hinten Fenster. Fast meine ganze Schullaufbahn. Hinten Fenster. Ja, ich war auch am Anfang, ich, war, ich hatte so eine Stirnfriedphase, so typisch hier so äh, Pausenklauen-mäßig. Aber wirklich hinten Fenster allein. Ja, das war ich. <laughs> Spicker schreiben oder gelernt? Ich war tatsächlich, der gelernt hat. Ich habe so selten Spicker geschrieben. Aber ohne dass es jetzt so arrogant klingt, muss ich auch wirklich sagen, ich war gesegnet in meiner Schulzeit, weil ich tatsächlich immer nicht viel lernen musste. Ähm, auch wenn es ums Auswendig lernen ging. Ich habe komischerweise so ein übelst krasses fotografisches Gedächtnis gehabt. Immer noch. Also wichtig für mich ist immer nur, ich muss Sachen selber schreiben. Ähm, es war ganz schlimm für mich, wenn ich zum Beispiel Arbeitsblätter gekriegt habe und ich musste von Arbeitsblättern lernen. Ganz scheiße. Aber wenn ich das selber, das habe ich damals so gemacht, Arbeitsblätter, gerade bei meinem Techniker habe ich das gemacht, die Arbeitsblätter abgeschrieben, mir zum Beispiel Stichpunkte rausgeschrieben und ich habe das dann mir durchgelesen, wirklich, so blöd wie es klingt, eins mir mal durchgelesen und dann war gut. Und dann hatte ich in meinem Kopf, frag mich nicht, wie das funktioniert, aber ich bin so dankbar, dass es so ist, habe ich immer vor Augen meinen Hefter gehabt. Und ich wusste, ach, du hast dort umgeblättert, da stand das, da stand das und dann das. Gut, das hat dazugehört. Das hat super funktioniert, meine ganze, meine ganze Schullaufbahn. Also ich bin wirklich inner, ich, ich habe so ein fotografisches Gedächtnis gehabt immer. Und dadurch konnte ich das sehr gut lernen. Und das ist aber bis heute so. Das ist bis heute bei mir so. Wenn ich da auch so bestimmte Grenzwerte in der Elektrotechnik mir überlege, ich habe so diese Tabelle vor meinem Kopf. Ich sehe die und, und lese dort halt, a, ah, alles klar, das war das Fünffache, das Vierfache, 5%, 3%. Merkt man sich dann dadurch irgendwie? Fragt mich aber nicht, warum das so ist. Fragt mich nicht, warum das so ist. Viertens, in der Disco Vortänzer oder Tresensteher? Kommt auf den Alkoholpegel drauf an. <laughs> eher so der Tresensteher, aber zu späterer Stunde mit mehr Intus, dann doch eher der Vortänzer. <laughs> Definitiv. So, fünftens, Männertag mit den Jungs wandern oder daheim trinken? Früher wirklich mit die Jungs losgezogen. Aber ich glaube mittlerweile so seit sechs, sieben Jahren ist Männertag für uns wirklich eher so ein Feiertag, wo wir in Familie sitzen. Wo es wirklich mit Vater ein Bierchen trinken, schön grillen. Und ja, eher so. Also eher dann daheim trinken jetzt. Wohin ging die letzte Klassenfahrt? Die letzte Klassenfahrt? Weiß ich nicht mehr. Ich hatte ja leider nicht das Glück gehabt, dass wir irgendwie mal mit der Schule hier so damals nach England oder so gefahren sind. Ähm, was ja viele gemacht haben, so eine Sprachreise. Deshalb, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Meine ganzen Erinnerungen sind gelöscht durch die Bundeswehr. Nee, tut mir leid, Rudi, weiß ich nicht mehr. Das tut mir leid. Aber trotzdem, echt geile Fragen. Euch fällt doch immer wieder was ein. Ey, vielen lieben Dank, mein Götter. Vielen lieben Dank. So, wo sind wir denn eigentlich? Ui, Uiuiui, da kommt noch was. Ich muss ein bisschen Gas geben. Der Elvis. Oh, ist schön, dich zu lesen. Hallo Christian, ich hoffe, dir geht es gut. Danke nochmals für die tollen Videos. Es wurde schon, äh, wurden schon so viele Fragen gestellt mittlerweile. Hab aber nicht alle im Kopf. Ich probiere es trotzdem. Sehr gut, Elvis. Mut zur Lücke. Welche Werte vertrittst du, möchtest du deinen Zuschauern mitgeben? Oh, das ist eine tolle Frage. Welche Werte ich vertrehe Verdrehe. Verdrehe? Welche Werte verdrehe ich? Auf jeden Fall Toleranz. Man selbst sein. Nicht Schauspielern halt, obwohl das ist dasselbe. Ja, eine tolle Zeit haben. Und vielleicht auch nicht alles immer mal so eng sehen. Aber wirklich eigentlich am Haupt ganz wichtig ist für mich so dieses Toleranz sein. Das sind so Werte, die ich vertrete und gerne mitgeben möchte. Nächste Frage. Wie würdest du dich beschreiben, beziehungsweise, beziehungsweise wie beschreiben dich andere Menschen in deinem Umfeld? Selbstbild, Fremdbild, positiv, negativ? Definitiv der Liebe. Also, dass man immer nett ist und so. Und das aber leider auch negativ, weil viele Menschen das halt auch ausnutzen. Ne? Ähm das ist eigentlich echt so das Hauptsächliche, ne? Der liebe Christian heißt es halt immer irgendwie. Das ist so schwierig. Es ist, ich habe auch so eine Probleme damit, mit solchen Fragen hier, so selbstreflektierend und so. Habe ich, hab ich auch, zum Glück musste ich noch nicht viele Einstellungs-, äh, also Vorstellungsgespräche führen oder so, wo dann so Fragen vielleicht gestellt werden. Deshalb, äh, ich bin so schlecht in sowas, ne? Aber sonst, wie würde ich mich beschreiben? Ich bin hartnäckig. Das muss dann aber was sein, wo ich auch Bock drauf hab. Bin aber halt auch schnell faul. Aber doch schon nett gesellschaftlich. Obwohl ich so gesellschaftlich rüberkomme, das ist halt das Krasse, aber ich selber gerne auch allein bin. Das ist ganz, ganz krass. Schwierig. Da muss man sich noch mal Gedanken machen. Aber es ist eine sehr gute Frage. Kann ja mal jeder selber von euch vielleicht beantworten. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was beantworten da, Elvis. Ähm, drittens, was wünschst du dir im Bereich Gaming? Was wäre für dich revolutionär in Bezug auf Gaming? Oh, was wünsche ich mir im Bereich äh, Gaming? Erstmal so, dass von mir aus wirklich Story-Driven Games mit Schlauchlevel ruhig weitergeführt werden können. Ich habe damit keine Probleme. Ich habe damit keine Probleme und ähm, das Spiele auch nicht. Immer 100, 150 Stunden gehen müssen. Das wünsche ich mir weiterhin für den Bereich Gaming. Was wäre für dich revolutionär? So schwierig. So schwierig. Vielleicht irgendwas mit Geruch. Irgendwas mit Geruch und das Bewegungssteuerung mal ordentlich funktioniert. Das wäre revolutionär. Schwierige Frage. Gibt es etwas, was du dir für deinen Gaming Room wünscht? Noch ein Monitor? allgemein größerer Raum, dass ich hier ein schönes Sofa hätte. Aber sonst bin ich eigentlich wirklich voll zufrieden. Bin wirklich voll zufrieden. Abgesehen davon, dass ich ihn größer möchte. <laughs> also sonst bin ich wirklich zufrieden. <laughs> Fünfte Frage. Ist YouTube Pflicht für dich oder immer noch Fun? Schwierige Frage. Schwierige Frage. Äh, in dem Sinne, ich bin ja... Jetzt viel weggekommen mit diesen hier Pflichtgedanken. Ähm, deshalb fällt ja auch der ein oder andere Stream mal aus. Das möchte ich gern gleichsetzen. YouTube mit Twitch. Ähm, es ist immer noch Fun wie am Anfang, definitiv. Und Pflicht, ich würde das Wort Pflicht mal wegnehmen, weil das ist es nicht. Gewohnheit trifft's eher. Manchmal ertappt man sich immer wieder dabei, dass es halt so ein Gewohnheitsding wird. Aber ich bin auch so in, da wird Ihnen das dann ganz schnell bewusst. Man merkt hier, wow, wow, wow. Ähm, lass es nicht einfach nur zur Gewohnheit werden. Aber da ist dann immer wieder, da holen ihn die Zuschauer ganz schnell wieder zurück. Wenn die Ihnen dann auch gerne mal Ihnen so eine Kritik schreibt, wenn äh, manche auch positiv, also halt logischerweise Positives dalassen. Aber sonst so YouTube Pflicht ist es immer noch nicht. Gewohnheit trifft's eher. Aber was ich ja schon immer gesagt habe, und das kommuniziere ich auch offen, man hat so immer so ein Gefühl der Pflicht gegenüber seinen Zuschauern. Deshalb kommt das auch oft mal so schnell rüber, wenn ich im Discord schreibe oder im Community-Tab, äh, wenn mal was ausfällt, dass man da immer schwups eine Entschuldigung mit dazu schreibt, warum es so ist, was man eigentlich nicht machen müsste. Aber ich das irgendwie unbewusst mache. Das ist eher das Krasse dann, dass man halt so... Ein Pflichtgefühl manchmal gegenüber seinen Zuschauern hat. Aber für mich selber eigentlich gar nicht. Er so Gewohnheit. Er so Gewohnheit. Ah, ja, okay. Ich hoffe, die Fragen wurden noch nicht gestellt. Ich glaube nicht. Äh, Muss auch äh, nicht auf alle antworten, wenn es dir unangenehm sein sollte. Absolut nicht. Ich quatsch über alles. Äh, Wünsche dir nur das Beste. Mach weiter so. Liebe Grüße, Elvis. Danke, mein Guter. Vielen Dank. So, der liebe WWE-Investor lässt mal was da. Leute, wie viel ist denn das noch? Ich, ich habe heute noch was zu tun. <laughs> okay, der liebe WWE-Investor. Ähm, so, dann lassen wir auch mal ein paar Fragen da. Schön, schön, das ist lieb von dir. Erstens, äh, welchen Namen verwendest du? Möhre, Karotte oder Moorrübe? Karotte auf keinen Fall. Eher Moorrübe. Obwohl... Wenn wir Einkaufszelle schreiben, schreibt man Möhren. Sehr ja kürzer. Ich glaube, ich ich sag echt Moorrübe, wenn ich so rede. Es ist, 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 ist ein interessanter Fight gerade zwischen Morrübe und Möhre und irgendwie glaube ich glaub, könnte das eher im Unentschieden enden. Ich glaube so, wenn ich öfters so rede, sage ich eher so Morrüben. Das es ist eine gute Frage. Ich tendiere echt eher zu Morrüben. Ja, hat immer so geile Fragen, der Investor. <laughs> Zweitens, kennst du mindestens, was? Kennst du mindestens drei der Empfehlungen der, des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auswendig? Äh, als Beispiel, eine davon ist 14 Liter Flüssigkeit pro Person und die Woche zu bevorraten. Nee. Kenn ich, ne? Kenn ich, ne? Aber komischerweise, wenn du das jetzt so sagst, wäre das mal so richtig interessant. Warte mal, erst kurz. Warte mal. Ein neues Fenster. So warte mal. Äh, Warte mal. Google. Warte mal, was hast du jetzt gesagt? Äh, Empfehlung Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ich will nicht die Adresse. Ich will die Empfehlung. Kann man da was googeln? Kann man da was googeln? BBK. Gibt es hier Vorschläge? Vorsorge und Selbsthilfe. Vorsorge für den Katastrophenfall. Leute, ich kann das halt nicht so auf dem Bildschirm. Warte mal, doch, doch, das kriegt mal hin. Essen und Trinken bevorraten, Wasservorrat für die Hygiene, das gehört in die Hausapotheke, Stromausfall. Was gehört denn in die Hausapotheke? Persönliche Informationen, Erkältungsmittel, Schmerz- und Fiebersenkende Mittel, Mittel gegen Durchfall, Übelkeit, Abrechne. Fieberthermometer, Hautdesinfektionsmittel, Mullkompressen, Verbandscher. Mann, da ist ja ganz schön zu tun. Da ist ja ganz schön zu tun. Essen und Trinken. Wie viel denn? Das sollte im Haus sein. Mit einem Vorrat an Lebensmitteln und Getränke für 10 Tage. Okay, Hinweis. Pro Person ca. 14 Liter Flüssigkeit, jede Woche vorrätig. Pro Person 14 Liter. Habt ihr ein Ei am Wandern? Zum Glück gibt's Wasserhähne. 14 Liter. Na, so eine Bierkiste. So eine Zwanzcherpatrone Sind schon mal 10 Liter. Das sind ja, ander das, sind ja fa das sind ja fast, das sind anderthalb, das sind anderthalb Kisten Bier pro Nase. Vorrätig. je Woche. Also zum Glück gibt's Wasserhähne. Geeignete Getränke sind Mineralwasser, Fruchtsäfte. Ach verdammt, okay. Keine Experimente, okay. Strom weg. Kühlung, okay. Also Dosenscheiß. Kühl, trocken und dunkel aufbewahren. Haben Sie Haustiere? Decken Sie Ihren Bedarf auch mit ab. Krass. Das ist. Das ist für das Bundesamt ein Lebensvorrat für 10 Tage. So, jetzt gehe ich mal durch hier. Okay, das sieht mir schon aus wie 10 Äpfel. Das ist schon mal gut. Also, so ein Becher, so, 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 so ein Sahnekäse, den mache ich dir auch mal in den Arm frisch. Ja, doch, da, da kommst du schon ein paar Tage mit klar. Warum ist denn die Kiste nicht voll? Was wird denn hier drin sein? So ein Liter? Das sind, wie viele Flaschen sind hier drin? Warte mal, das sind zwei Reihen. Sehe ich das richtig? Acht Flaschen. Acht Liter. Ja, das ist okay eine Literpulle, oder? Aber guck mal, Spargel. Dosenessen. Säfte. Interessant. Der WWE-Investor, der haut hier Dinger raus. Wie komme ich von dem Bild wieder weg? Ich will doch hier eigentlich Fragen beantworten. Neu gekaufte Vorräte gehören nach hinten ins Regal. Ach was! Ach was! Höchst interessant, Leute! Gepäck für den Notfall? Ein Notgepäck! Was ich alles hemachen muss. Wir gucken mal, ein Radio. Was ist denn das? Eine Wärmedecke hier, wisst schon. Erste-Hilfe-Set, was zu trinken? Ein paar Kekse? Dosen? Schnur? Kompass, Masken, Messer. Ein Mann ist nix ohne sein Messer. Was ist, Klebeband? Na, man muss ja auch manche. Ist ja richtig. Du musst ja manche fesseln, einen Mund zukleben <laughs> und in den Decker entwickeln. Creme, Wasser. Was, sind das so Signalfackeln? Höchst interessant. Essgeschirr und Besteck, so Quatsch ich hab Hände. Fotoapparat oder Foto Handy, Wetterschutzkleidung. Großweil. Und es gibt Leute, die haben das Heme. Bin mir ganz sicher. Ey Leute, wir müssen weg hier. Wir müssen weg hier. Nee, nicht alle Tabs schließen. Nur den Tab. Hier, wir müssen hier wieder hin. Investor da ist ja jetzt was angerichtet, aber vielleicht kommt man ihn zwei Fragen beantworten. 14 Liter. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Trinkst du? Schöne Frage. <laughs> Trinkst du Kaffee, Tee lieber aus einer Riesentasse oder lieber mehrere Kleide? Definitiv Riesentasse. Ihr kennt ja meinen großen Pot, ne, wo ich immer Tee draus saufe. Über einen Liter geht da rein. Ich bin der Riesentassentyp. Ich mag große Gefäße. Gibt es im Gaming Room außer dem Kratzbaum noch weitere Pflanzen? Kratzbaum als Pflanze. Nein, gibt es nicht. Halt wegen den Katzen, weil die das immer so anknabbern und so, ne? Bist du schon mal Hubschrauber geflogen? Nein, bin ich nicht. Und das ist auch gut so. Das muss nicht sein. Ich habe nämlich Höhenangst. Ähm, nee, bin ich tatsächlich nicht. Aber das hier mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ey, vielen lieben Dank dafür nochmal. Ich denke mal, das war auch ein kleiner, interessanter Exkurs gewesen. Hier ja, wird es echt immer wärmer drin. So, okay, wir machen weiter. Geile Fragen auf jeden Fall, Investor, geile Fragen. So, der Psychiater Tim hat sich's. Ordentlich gegönnt und dafür danke ich dir. So, oh je, endlich wieder ein FAQ-Video, äh, Funky Dude, du. <laughs> Geil. Es ist obligatorisch, ja. Ich kann nerven, ja, äh, das weiß ich. Aber du wolltest es so. Und los. Sehr gut. Ich bin bereit. Erstes: Du musst dich entscheiden. Für vier Wochen, welches Lebensmittel wirst du vier Wochen zu dir nehmen? Es geht nur eins. Ein Lebensmittel. Ein Lebensmittel für vier Wochen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob das gesund ist oder nicht. Quark. Ich könnte überleben, vier Wochen nur Quark zu fressen. Definitiv. Wie oft äh, greifst du zu Fertigware, Konserven etc.? Ich bin so froh, eigentlich gar nicht mehr. Gut, man macht sich mal so eine Tiefkühlpizza warm oder so, aber ansonsten selber machen selber mache. Ähm, gut, Konserven. Wenn es mal darum geht oder so in Gläsern hier so sich mal so Rotkraut zu holen oder so ein bisschen Gewürzgurken oder sowas. Also Gemüse halt habe ich immer lieber aus dem Glas, obwohl tiefgekühlt eigentlich besser ist. Ähm, aber auf jeden Fall Fertigware. Bin ich so froh, weil meine Frau da auch so ziemlich Probleme hatte mit Verträglichkeiten und wir dann wirklich so davon abgesehen haben, jetzt so Lasagne fertig zu holen. Also so auch diese maggi -Fix tüten und Bolognese und ähm, Gulasch, diese Fertigmischung, Scheiße, machen wir gar nicht mehr. Alles selber, man guckt dann halt so, man hat sich so angewöhnt, so seinen Grundstamm an Rezepten und das ist schon gut so. Das ist gut so. Also, wir greifen sehr selten zu Fertigware-Konserven, wenn das deine Frage beantwortet. Drittens, was ist für dich der absolute Sommerhit essenstechnisch? Sommerhit essenstechnisch. Auch wenn ich es kaum mache, aber ich habe diesen Gedanken immer noch so in mir drin. Und es ist auch gut, dass es für mich ein Sommerhit ist, weil es das nicht so oft gibt. Wir waren mal mit meiner Frau ähm, äh, an der Ostsee in so einem Wellness-Hotel-Dingsbums dort gewesen. Und da gab es einmal zum Abendbrot, weil da war es auch schweinewarm: kalte Gurkensuppe. Oh. Wisst ihr, wie geil die war? Das war so mit Buttermilch hast du mitgekriegt. So also habe ich so rausgeschmeckt, so Buttermilch. Vielleicht. Von mir aus auch so ein bisschen Sahne ist mir scheißegal. Und ähm, halt viel Kräuter, so eine kalte Gurkensuppe. Oder was es halt so in Russland so viel gibt oder so allgemein so osteuropäische Staaten. So eine schöne Borschtsuppe, suppe rote Beetesuppe. Kannst du kalt fressen, Warum bin ich da so bei kalten Suppen gerade? Aber deshalb ist es für mich ein Hit. Kalte Gurkensuppe. Ah. Viertens, ähm, welches Gericht ist ein absoluter Gaumgraus, welches du aber essen musst aber eigentlich nicht magst. Zum Glück muss ich ja nichts essen, was ich nicht mag. Aber ich sag mal mit Gaumgraus, ähm, weil wo ich Kind war, ähm, haben meine Eltern natürlich nicht immer extra gekocht und so. Aber da war wirklich ein Gaumgraus für mich, wenn sie ähm, Kohlrolladen gemacht haben. Mittlerweile komischerweise kann ich das essen, ne? aber damals war es wirklich ein gaumengraus. Und da weiß ich noch, da hat mein Fati dann am Ende, weil hat dann wirklich immer wirklich nur das Inleben gemacht, das Hack für mich eigentlich. ne? Und Krautroulade. Aber mittlerweile geht's. Mittlerweile geht's. Äh, wenn es mal sein muss, welche Fastfood-Kette ist deine Number One? Da dann, wenn ich wählen kann, wirklich KFC, Kentucky Fried Chicken, definitiv. Das ist Fastfood-Kette Nummer 1. Dann würde, glaube ich, Subway kommen. Und ich glaube, erst dann der ganze andere Rotz. Sechstens, welches Spiel ist neben Snowner das, was du am meisten feierst seit Anfang des Jahres? Gott ist das schwierig. Seit Anfang des Jahres? Darf ich Champions sagen, auch wenn das Schummeln ist? Weil ich habe ja nicht so viel Zeit, um so viele Spiele halt zu spielen. So lange. Ich sag Champions, ich cheate. <laughs> Siebte Frage. Welches sind deine Top 5 der, der Sommerzeit zu verbringen? Hobbyaktivitäten. Ah, okay. Eis essen? Wir fangen von oben nach unten an. Eis essen. Top 1. Definitiv. Top 1 ist sehr geil. Platz 1 Eis essen. Freizeitaktivitäten im Sommer. Zwei grillen. Drei baden gehen. Vier. Top 5 ist schwer, merke ich gerade. Fünf. Auto fahren, weil die Klimaanlage funktioniert. <laughs> und äh, jetzt sind wir bei der fünf, ne? Vielleicht einfach nur nichts tun, ne? Einfach nur so irgendwo abasseln und rumsitzen, ne? Und vor sich hin schwitzen. Das ist doch eine schöne Top 5, oder? Wer würde das mitmachen? Na, wer würde das mitmachen? Ey, äh, achtens, Bucketliste. Was steht drauf? Was du vor deinem Tod noch erleben möchtest oder machen möchtest. Definitiv mal nach Asien reisen. So Hongkong, China. Einen Kochstream machen. <laughs> Ach, weiß ich nicht. Das ist schwierig, Bucketliste. Aber die zwei, die zwei Sachen sind doch schon mal cool. 9. Auf welches Getränk kannst du nicht verzichten, weißt aber, dass es dir nicht gut tut? Das sind dann wahrscheinlich doch Energy Drinks, leider. Mittlerweile verdünne ich es wenigstens, ähm, trinke bei weitem nicht mehr so viel wie früher, aber ich kann nicht drauf verzichten irgendwie, obwohl es nicht gut für mich ist. Ja, nehmen wir so. Zehntens, da du ja beide Konsolen hast, entscheidest du das aus dem Bauch oder weißt du schon, welches Spiel für welche Konsole gekauft wird oder kaufst du sie doppelt? Ist Wirklich aus dem Bauch raus. Es ist wirklich aus dem Bauch raus, muss ich einfach mal so sagen. Ähm, mittlerweile auch schon oft die Entscheidung, wo es günstiger ist. Ähm, ja. Ja, Bauch heraus und wo es günstiger ist. Und das gewinnt dann meistens. Äh, elfte Frage, was sind deine Top 3 der Kaffeesnacks? Kuchen, Kekse. Kuchen, so ein richtig schönes Stück. Käsekuchen. Er gehört zum Kaffee. Ähm, Kaffeesnacks. Äh, doch so ein schöner Butterkeks. Ah, Top 1. Plätzchen. Plätzchen zum Kaffee. Dann die quark äh, die, die Käse, Käsekuche und dann ja, so ein schöner Keks. <laughs> ja, so ein schöner Keks. Schwierige Fragen für mich. Äh, du gründest eine Partei. Wie heißt sie? Und was würde sie für das Land als erstes verändern? Wie würde sie heißen? Ähm. Oh, oh, ey, ich habe die Idee. Meine Partei würde einfach nur heißen Das Netz. Das Netz. Da kann man so viel draus machen. Und wir würden erstmal nur in Digitalisierung pumpen, dass wir alle LWL Anschluss haben. Schön Glasfaser überall, ne? Und ähm, vor allem jetzt nicht mal aus äh, wegen mir gedacht, jetzt, dass wir alle schnelles Internet haben, sondern einfach aus dem Grund, um ganz einfach allen zu ermöglichen, schnelles Internet zu haben und am besten jeden noch ein Tablet dazu zu schenken, damit Homeschooling und äh, Homeoffice bei jedem also gut läuft. Wirklich, wirklich. Das Netz und wir sind für Digitalisierung. Bam. Oh. Okay. Ähm. 13. Welches sind deine Top 3 der Horrorfilmcharaktere? Gestalten aus Film. Ah, schwierig. Top 3, auch wenn ich Schiss habe. Ich muss, ich muss einfach äh, S mit dazu nehmen. Ähm, hier. Ähm Wie heißt er denn? Pennywise, danke. Ich werde super Albträume wieder haben, nur weil ich den Namen ausgesprochen habe. Pennywise, danke schön. Ähm, Top Horrorfilmgestalt. Es ist nun mal einfach Freddy Krueger. Ich muss ihn mit erwähnen. Und dann, auch wenn viele jetzt die Nase rümpfen, ich nehme noch Chuck, die Mörderpuppe. <laughs> den nehme ich noch mit dazu. Obwohl, obwohl die Gremlins oder Critters. Ihr merkt, ich bin sehr oldschool, ne? Ne, ich bleib dabei. Wir nehmen Pennywise, wir nehmen Freddy Krüger und wir nehmen Chuck die Mörderpuppe. So, ähm, was sind deine, die drei schlechtesten Horrorcharaktere oder Gestalten aus Film? Tremors, das mit die Spinnen fand ich ja mal richtig schrecklich. Tanz der Teufel, die alten Filme, ah, das ist wirklich so schlecht eigentlich. <laughs> das eigentlich schon wieder fast gut ist. Ähm. Schwierig. Schwierig. Weil ich oben in diesem Horrorfilm Business nicht so drin bin. Ich mach die zwei, weil alles andere wird jetzt was aus dem Finger zu saugen. Ähm, wenn ihr essen geht zusammen, was sind. Oh, du hast so viel Top 5. Wisst du, wie schwer es immer ist aus dem Bauch heraus? Äh, wenn ihr essen geht zusammen, was sind aufsteigend eure Top 5 Restaurants? Griechisch, Türkisch, okay. Ich glaube, Platz 1 ist bei uns der Grieche. Dann würde ich, glaube ich, den Italiener nehmen. Dann Deutsch. Hausmannskost. Dann Chinesisch. Obwohl meine Frau das gar nicht so mag, aber ich bin da voll dabei. Und dann Indisch. Das ist eine schöne Top 5. Und man soll mal das nehmen, was ihnen als erstes einfällt. Das nehme ich. Ähm, 16. Tens. Äh, nach Mania ist vor Mania. Was hältst du von den momentanen Titelträgern? Ah, bin ich gerade nicht so drin. Bin ich gerade nicht so drin? Bei mir ist er gerade so immer noch dieser Schockmoment wegen dieser ähm, Entlassungswelle, die bei der WWE gerade ist. Ich tue so richtig schön von deiner Frage ablenken. Bin ich da nicht super drin, ne? ähm, Mit Braun Strowman und so weiter. Bin nur gespannt, was für Auswirkungen das auch auf WWE Champions hat. Ähm, da bin ich gerade so ein bisschen eher so buff und geflasht. Äh, sonst so Titelträger. Ah, ich bin gerade so. Cesaro hat er den jetzt eigentlich gerade noch? Das feiere ich natürlich am meisten, ne? Ähm. Ja. Ähm. Bin ich gerade so ein bisschen raus, Tim, das tut mir leid. Welchen Superstar gönnst du den Titel als nächstes? Dadurch, wenn Cesaro noch hat, dann kann ich es ja keinen anderen mehr gönnen. <laughs> Schwierig. Aber sonst immer, Sofiend bin ich dabei. Ich bin immer bei The so Fiend. 18. Kommen wir mal zu Champions. Gibt es noch ein Einhorn, welches einfach nicht, äh, welches einfach nicht zu dir will? Na klar, Hulk Hogan. Hulk Hogan, das ewige Einhorn, er wird's bleiben. Aber ich meine jetzt auch nicht den Trickstar. Ich will wirklich, ich will wirklich den Powerhouse einfach nur. Ah, der kommt nicht. Werden in Zukunft noch mal Champion-Streams folgen? Äh, Kommen äh, Fede, Showdown, etc.? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil ich halt auch sehr viel Bock auf Champions gerade ab Zwanzigstens, sehr viel Fragen wieder. Ne? Ich, ich habe mir auch schon... Ich habe okay, keine Luft mehr. Zwanzigstens. <laughs> Waldi, Mirko und du, ihr trefft euch für eine Aufnahme. Jeder soll einen Gast mitbringen. Und wen meinst du, würden sich die anderen entscheiden? Und was bringst du mit? Ohne Mist. Am liebsten die Frauen von allen. Das wird nie dazu kommen, weil meine Frau nie vor eine Kamera gehen würde. Und ich glaube, bei Mirko und Waldi ist es nicht anders. Aber das wäre so eine Aufnahme, das würde ich so feiern. Ähm, aber allgemein nimm auch mal das Aufnahme weg. Einfach, dass man mit den Frauen mal sitzt. Das würde ich feiern. Definitiv. Und zaubert mir auch gleich ein Lächeln ins Gesicht. Ne? Dass man wirklich mit der besseren Hälfte sitzt. Weil die das nun mal alles ermöglichen, dass man das hier macht uns die Zeit, so, wenn es blöd klingt, schenken äh, mit unserem Nerdtum. Und weil wir nun mal alle eine Macke haben, ähm, und damit klarzukommen, das würde ich am meisten feiern. So, soll erfüllt, hihi, damit es vorangeht. Äh, das Format äh, muss bleiben, mach weiter so bis denne. Ja, der gute Tim, der bleibt da am Ball, der bleibt da am Ball, finde ich geil. Oh, jetzt haben wir hier noch zwei. Der hier, Tommy, freue ich mich wie die Sau, dass du was da gelassen hast. Haben wir in einem Grinding-Video angesprochen gehabt, bei so kleine schöne Kanäle ähm, unbedingt mal vorbeigucken. ihr Tommy, hier seht ihr auch, wie er geschrieben wird. Bitte vorbeischauen. Richtig geil. Der hat ein paar Fragen da gelassen. Finde ich richtig geil. Ähm, erste Frage. Was sind deine drei absoluten Feel-Good-Spiele? Spiele, die du immer einlegen kannst, um deine Laune zu heben. Äh, ziemlich einfach. Definitiv Snow SnowRunner Snow Runner ist ein Feel-Good-Game. Dann Donkey Kong. Aber da muss ich wirklich sagen, hier Donkey Kong Tropical Freeze. Also ich finde diesen Teil so genial. Ähm, und da wirklich die ersten Level wirklich die halt die man schon so unzählige Male gespielt hat und schon auswendig kann und da kriege ich einfach gute Laune dabei. Ähm was ist denn noch so wirklich so ein richtiges Feel Good Game für mich? SnowRunner definitiv Donkey Kong Tropical Freeze. Ich glaube auch, ich würde Rayman Legends noch mit reinnehmen. Rayman Legends wirklich mit diesem Musiklevel, ne? Ja, haust du dich weg? Das ist so geil gemacht und Rayman Legends, glaube ich, für mich auch eines der besten Jump and Runs, die wir je erlebt haben und erleben werden. Ich nehme die drei: Rayman Legends, SnowRunner und Donkey Kong Country Tropical Freeze. Geil. Was glaubst du, wie die Welt in einem Jahr aussieht? Ich glaube nicht anders als jetzt. Vielleicht sind wir in vielen Sachen etwas bewusster. Ähm, bewusster und vielleicht auch dankbarer. Dankbarer über solche Sachen, zum Beispiel, dass man um Urlaubs, Vibes und Feelings haben möchte, nicht unbedingt immer wegfahren muss, sondern auch einfach mal vielleicht in seinem Örtchen sich mal draußen in eine Gaststätte hinzusetzen. Ne? Ähm, dann dankbarer Freunde zu treffen, dankbarer Zeit mit der Familie zu verbringen. Dass das so, dass alles so ein bisschen diese Voldemort-Krise in uns geweckt hat, dass wir da einfach das viel mehr wertschätzen. Ne? Ja. Und da hoffe ich, dass das in eben ja wirklich so ist. Und dann, weil dann nämlich unsere Partei das Netz nämlich schon ein bisschen weiter vorangekommen ist, dass alles in puncto Digitalisierung ein bisschen besser läuft. Erst recht im Hinblick auf Schulen. Digitale Bildung. Äh, welches Geräusch magst du am liebsten? Ne? Ich würde, glaube ich, wirklich sagen, Regen. 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 Ganz klar, welches Geräusch magst du am wenigsten? Katschen. Wenn Leute Katschen. Es ist so ekelhaft. Schmatzgeräusche. Ah. Essensgeräusche. Ah. Ah. Okay. Wenn du einen Tag deines Lebens nochmal erleben könntest, welcher wäre es? Schwierig. Schwierig. Ey, ich hab die Antwort. D dürfen wir dann bei der Zeit auch wieder sein? Dann nehme ich die Geburt. <laughs> dann nehme ich einfach die Geburt. Ansonsten ist es so schwierig, weil man so viele tolle Zeiten ne, äh, erlebt hat. Mit der Frau, mit der Familie. Schwierig. Wirklich schwierig. Ich nehme die Geburt und fange einfach nochmal dort an. Aber hoffe, dass ich dann vieles nochmal so erleben darf. Ey, Tommy, vielen Dank für die Fragen und richtig schön, dass du hier am so warst. Leute, geht. Beim Tommy auf dem Kanal. Echt ein geiler Dude. Und mein nasaler Kollege, der Mirko, macht hier den krönenden Abschluss. Ist das nicht herrlich? Das Video ging eh schon wieder lange genug. Ich habe keine Luft mehr. Mein Mund ist trocken. Wahnsinn. Und mir ist warm. Unter meiner Mütze ist so ein richtiger kleiner Bach. <laughs> Sehr schön. Ähm, was hat er denn, der Mirko? Erstmal danke, ne? Schön, dass du schreibst. Na, dann lass ich auch mal, lasse ich mich auch mal nicht zweimal bitten und spamme dir hier noch ein paar, äh, was, spamme dir hier einen frischen Satz Fragen rein. Ich habe irgendwas mit Salz gelesen. <laughs> okay, erstens, schaust du abseits vom WWE-Network auch mal Dokumentationen? Ich würde auch sowas wie American Chopper, Mightbusters, gefährlich, Job, Alaskas und so gelten lassen. Und äh, wenn ja, gibt es welche, welche du empfehlen würdest? Ah, kau ich, äh, kau, kau ich. Schaue ich richtig gerne. Ähm, ich weiß leider nicht so, wie die heißen. Also ich liebe hier zum Beispiel das hier. Mann! Ähm, American Chopper, auf jeden Fall geil. Wie hieß das denn hier mit den mit den, mit den Garagen? Kommt da auch auf D-Max oder so, wo die die Garagen hier bei die Amis dort so ähm, 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 ersteigern mit den Auktionen und dann so. Das gucke ich richtig gerne. Dann hier... Gefährlichste hier Alaska und so bin ich dabei, hier im Ice Road, Truckers und so My ähm, das mag ich zum Beispiel gar nicht. Was gucke ich denn noch so gerne? Dann hier, ähm, das hier beim Zoll, wenn die in Australien dort immer sind, gucke ich gerne Allgemein so d so viele Sendungen, dort gucke ich richtig richtig gerne Also bin ich voll dabei, da bin ich voll dabei auf jeden Fall, Mirko. Zweite Frage. Auf welcher Konsole zockst du aktuell am meisten? Ähm, ich glaube, durch Snowrunner auf der PlayStation 5, aber sonst abseits von Snowrunner ist es eher die Series X. Dann die dritte Frage. Von Zeit zu Zeit schaue ich ja mal lieber. Äh, schaue ich ja mal selber alte Laberalarm-Videos von mir, um zu gucken, zum Beispiel, was im Oktober 2017 bei mir los war. Schaust du mal alte Grinding-Videos? Tatsächlich nein. Aber. Wenn du das jetzt so sagst, wäre es, glaube ich, auch mal ziemlich interessant, das zu tun. Mal so wirklich so alte so vor, ist ja mittlerweile oh drei, vier Jahre. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Sollte ich echt mal wieder machen? Soll, danke für den. Danke für die Idee. Okay, Mirko, geil. Wenn wir irgendwann mal einen Nachfolger zu SnowRunner bekommen werden, welches Feature, Verbesserung etc. etc. würdest du dir wünschen? Ihr merkt, eine Sprache geht flöten, ne? Ähm, Features und Verbesserung. Auf jeden Fall Fahrzeugtransport müsste verbessert werden. Das würde ich feiern. Ich war jetzt irgendwo bei Helikopter. Aber ich glaube, sowas wie eine Drohne zum Erkunden fände ich ziemlich geil. Das manuelle Verladene ne? Baumstämme hm, müsste viel besser werden. Ansonsten hat ja Snowrunner so viel, was ich halt einfach abfeier. Dann auf jeden Fall andere Verkehrsteilnehmer, würde ich. Das wäre, glaube ich, das Geilste. Wenn du in Städten unterwegs bist, dass einfach so ein paar andere Autos unterwegs sind oder Fahrradfahrer. Äh, ja, dass einfach so mehr Leben ist. Ein Radiosender wäre total toll. Ich glaube, echt so anderes Leben, ne? Oh, von mir aus, dass dort so einfach dort so noch andere Trucks rumfahren würden. Also was so abseits vom Multiplayer. Das wäre so geil. Das wäre so geil. Da bin ich dabei. Dann äh, fünfte und letzte Frage. Allgemein für die heutige Ausgabe. Sollte unser Jackie Chan langsam mal in Ruhestand gehen oder verzeihst du ihm, dass er mittlerweile verstärkt auf CGI-Effekte zurückgreift? Ich verzeih es ihm total. Ich verzeih es ihm total. Aber ich muss auch sagen. Ein Ruhestand wäre sowas von verdient bei Jackie. Er hat mir so viele wunderschöne Stunden beschert und wird sie mir mit seinen Filmen auch in Zukunft noch bescheren, weil ich sie mir immer wieder angucken kann. Ähm, deshalb, es wäre sowas von gerechtfertigt. Es wäre sowas von gerechtfertigt, also dass er das auf jeden Fall kann. Ach, der gute Jackie, ne? Aber ich, ich nimm's noch überhaupt nicht krumm mit den CGI-Effekten, aber ich glaube, dass er da manchmal auch immer so ein Augenzucken hat, weil er halt nicht mehr so kann wie, wie Will, ne? Aber halt auch manche Effekte sind halt wirklich so gewollt, weil auch viel so dieses Fantastische und sowas. Na, ihr wisst schon. Ne? Also, ich würde es ihm sowas von verzeihen. Herrlich. Leute! Das war das Ende der FAQ-Ausgabe. Ich bin ehrlich gesagt äh, doch erstaunt, dass es wieder so lang geworden ist. Aber ihr habt wieder ordentlich Futter dagelassen. Und Leute, lasst wieder Fragen da. Lasst wieder Fragen da. Auch wirklich hier toll so ein paar Fragen gehabt zu haben von Leuten, die ja wirklich neu am Start waren, wie der Tommy. Aber natürlich auch immer wieder toll von den anderen und Fragen zu bekommen. Es ist einfach klasse. Und ich liebe dieses Format einfach. Auch wenn ich, ich merke das immer wieder, weil ich halt immer so schnell rede und da kaum so Luft hole, wie mir da wirklich immer so die Luft wegbleibt am Ende von so einer FAQ-Ausgabe und man da eigentlich mal so eine Pause zwischendrin machen müsste, weil das ist ja hier wirklich jetzt an über anderthalb Stunden Feuerwerk die ganze Zeit. Bam, 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 bam. Leute, es war mir aber wieder ein innerer Reichsparteitag, wollte ich gerade sagen. <laughs> Nein, mach mal nicht. Ähm, ein innerer Frühling. Ähm, es war toll. Wunderschön, dieses FAQ hier wieder mit euch aufzunehmen. Ähm, lasst wie gesagt Fragen da. Fürs nächste Mal. Ich muss jetzt erstmal ordentlich mich abkühlen. Was trinken mir ist warm wie Oscar. Das ist einfach irre. Und der Hunger macht sich auch langsam breit. Ihr Lieben, danke für die Fragen. Und ich würde einfach mal sagen, mir bleibt an dieser Stelle nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, Keep on Wrestling! Und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.